Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Bio 360. In dieser Episode spreche ich mit Lukas Buchholz. Er ist Autor und vor allen Dingen hat er Kontakt aufgenommen zu einer, ja, zu einem Indianervolk. Das sind die Kogi-Indianer. Den ist er in Deutschland begegnet, aber er wurde dann eingeladen, dann mit ihnen gelebt und hat ein Buch über sie geschrieben, macht mittlerweile eine Akademie dazu. Und macht jetzt im September 22 auch quasi eine Deutschland-Tour mit ganz vielen Vorträgen, wo du vielleicht die Möglichkeit hast, da die auch mal wirklich live zu sehen und zu erfahren. Und das ist ein sehr spezielles Volk, was letzten Endes über tausende von Jahren sich noch ihre Kultur so erhalten hat, was eine Rarität ist heutzutage. Auch wenn es natürlich Kontakte gibt zur westlichen Zivilisation, aber die haben wirklich ihren Lebensstil bewahrt, so wie er vor 4000 Jahren zum Beispiel noch war. Und leben eigentlich nicht ganz unverändert, aber wirklich noch sehr, sehr traditionell, haben eine völlig andere Sichtweise auf die Welt, also auf die Erde, auf Gesellschaft, haben Rituale, die wir so nicht kennen, die uns aber auch gut tun würden. Und die Frage, der wir nachgehen in diesem Podcast, ist, was können wir, also erstmal ist es super spannend, über die zu erfahren, es sind lustige Geschichten dabei, aber was können wir als Inspiration daraus nehmen, was können wir von den Kogi-Indianern vielleicht lernen und da mitnehmen? Und ja, also, sei gespannt auf eine interessante Episode und ja, ich freue mich immer über Feedback. Schreib mir gerne, wie es dir gefällt, was du hier rausziehst aus meiner Welt, ob du Erfolge hast mit irgendetwas, einem Protokoll oder einem Produkt. Meld dich zum Newsletter an, findest du auf meiner Webseite. Und schön, dass du dabei bist und dich um deine Gesundheit kümmerst. Also viel Spaß mit dieser Episode. Mood von Brain Effect versorgt dich mit seiner All-in-One-Formel mit vielen Adaptogenen in hoher Dosierung sowie Aminosäuren und Vitaminen. Endlich musst du keine einzelnen Produkte mehr supplementieren und sorgst außerdem mit der Aminosäure L-Tryptophan und Vitamin D für die Unterstützung deiner Serotoninbildung. So schaffst du beste Voraussetzungen für Zufriedenheit, Entspannung und Kreativität. In Mood findest du den Heilpilz Cordyceps, Rhodiola, Kurkuma, Vitamin D, K2, B1, B3, B12 und vieles mehr. Alle Inhaltsstoffe kann der Körper schnell aufnehmen, weil bei der Produktentwicklung explizit darauf geachtet wurde. Außerdem ist Mood für Veganer praktisch ideal. Und übrigens gibt es jetzt auch die leckeren Happy Bars mit Vitamin D und L-Tryptophan angereichert. Der Nussriegel ist somit eine tolle Ergänzung zu den Mood-Kapseln und besonders für diejenigen, die keine Kapseln schlucken können oder wollen. Mood und die Happy Bars findest du unter www.brain-effect.com und mit dem Gutscheincode BIO360 bekommst du einen satten Rabatt auf deine Bestellung. Also, hol dir jetzt dein Plus an Ausgleich und guter Laune. Den Link findest du in der Beschreibung und in den Shownotes. Hallo Lukas, schön, dass du hier bist. Hallo Unkas, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Ja, wir haben ein sehr spezielles Thema, wir beiden. Oder du hast ein sehr spezielles Thema mitgebracht. Viel spezieller geht kaum. Wir werden über die Kogi-Indianer sprechen. Vermutlich noch niemand von gehört oder weiß ich nicht. Ich zumindest nicht. Vielleicht auch doch, es gibt ja schon auch ein bisschen was auch über die, aber ja, das sind Indianer in Kolumbien, wirst du uns alles gleich erzählen und du bist da irgendwie in Kontakt mitgekommen und doch da deutlich involvierter, als du dir das vielleicht noch vor einigen Jahren hättest vorstellen können. Ich möchte eigentlich mit dir so ein bisschen der Frage nachgehen, also natürlich viel über die Kogi-Indianer gerne erfahren, aber auch mal ein bisschen schauen, was für Inspirationen können wir in unserer sogenannten modernen Zeit da eigentlich rausziehen. Ja, für unsere Gesundheit, für unser Sozialleben, für unsere Psyche. Na, denn es ist ja nicht so unfassbar gut um alle diese Bereiche gestellt, wie man ja unschwer erkennen kann. Und die Frage ist, ja, was können wir davon rausnehmen? Wie sehen die Kogi uns? Wie sehen wir sie? Und so weiter. Ich habe Millionen Fragen an dich. Freue mich drauf. Und ja, bevor wir da einsteigen, oder erzähl du erstmal, wer bist du, was machst du und wie bist du an die Kogi-Indianer gekommen? Ja, danke schön. Oder die an dich. Genau. Ja, ich heiße Lukas, Lukas Buchholz. Ich bin momentan tätig als Autor, als Speaker, ich halte Vorträge und als Berater. Ich arbeite mit
Unternehmen zusammen. Ich habe eine kleine Unternehmensberatung gegründet, Reground heißt die, und eine Non-Profit-Organisation, einen Verein, der heißt Lebendige Zukunft. Und diese ganzen Projekte erfüllen mein Leben doch dann schon ziemlich. Genau, also die Kugi, das hat alles damit angefangen, dass ich 2000, oh, ich weiß es gar nicht mehr, also so quasi Mitte des letzten Jahrzehnts habe ich mal für die EU gearbeitet in Pakistan. Und das war mein Traumjob gewesen. Ich hatte dahin studiert, ich dachte, internationale Beziehungen, das sei das, dann kann ich irgendwo leben im Ausland, das ist alles total super und Diplomatie und so. Und habe dann irgendwann aber für mich gemerkt, als ich dann dort gearbeitet habe, dass das leider überhaupt nicht das ist, was ich machen möchte. Und war dann ein bisschen deprimiert und dachte mir so, Gott, was fange ich jetzt in meinem Leben an? Ich dachte immer, das wär's, und habe das dann nach einigen Monaten aber schon relativ schnell gemerkt. Und bin dann zu dem Punkt gekommen, dass ich über drei Ecken von den Indigenen der Kogi eben ge ge gehört hatte, dass sie hier nach Deutschland kommen, und hatte dann dem Veranstalter auch einfach geschrieben, und der hat dann gesagt, dass sie noch einen Übersetzer bräuchten. Habe ich gesagt, ja, gar kein Problem, kann ich gerne machen. Und dann meinte er, und übrigens, wir bräuchten auch noch einen Übernachtungsort in Frankfurt. Und dann haben wir gesagt, ja gut, klar, ihr könnt zu uns kommen. Die haben dann bei uns zu Hause übernachtet, so haben wir uns kennengelernt. Und am Ende der Reise, die ich dann begleitet hatte durch Deutschland, meinte der Weise, der Mama José Gabriel heißt der meinte dann zu mir, ja, komm doch mal in unser Dorf. Und da ich dann, wie gesagt, auch dann, ja, gerade nicht so wusste, was ich sonst machen sollte, bin ich einfach dann zu ihm, ja, nach Kolumbien geflogen und bin dann auch zu ihm über die übelsten Umwege in das Dorf gekommen am Ende. Und da meinte er, ah ja, hier Lukas, schön, dass du da bist, prima. Übrigens, wir haben da ein Projekt für dich. Und ich so, okay. Ja, du wirst ein Buch für uns schreiben. Hab ich gesagt, okay, alles klar, kein Problem. Habe ich zwar noch nie gemacht, habe ich auch nicht gelernt, warum auch nicht. Aber ja, meinte, ja, mach dir keine Sorgen, setz dich einfach dahin, halt den Mund. Wir sagen dir schon, was du da alles reinschreiben sollst. Gut, und dieses Gespräch ging dann einige Minuten hin und her, bis ich mich dann irgendwann meinem Schicksal ergeben habe, mich dann tatsächlich hingesetzt habe und die nächsten Wochen und Monate verbracht habe, mich mit den, ja, wahrsten Sinne des Wortes über Gott und die Welt zu unterhalten und sie mir ihre Sicht auf die Welt und was sie uns gerne mitgeben möchten, einfach erzählt haben. Das habe ich dann alles aufgenommen auf ein Aufnahmegerät und dann aufgeschrieben, als ich wieder zurück war in Deutschland. Und seitdem lässt mich das Thema nicht mehr los, hat mein Leben übernommen, leitet mich. Alles, was ich heute mache, hat damit zumindest eine Verknüpfung oder Verbindung. Und genau, die Kernfrage, die mich dabei berührt oder bewegt, ist einfach die Frage, was wir von indigenen Völkern für unsere heutige moderne Welt mit ihren Herausforderungen aller Art eben lernen können. Ja, Wahnsinn. Sprichst du Spanisch dann Sprich entsprechend? Spanisch, genau. Genau, also Und die Kogi sprechen manche Spanisch, mehr schlecht als recht, muss man leider sagen. ja, habe ich mir auch Aber gedacht, dass die eigentlich genau, was aber es anderes gibt ein paar sprechen. Jüngere, genau, es gibt ein paar Jüngere, die dann immer für die Älteren übersetzen. Und das funktioniert eigentlich ganz gut. Also ich hatte immer jemanden, der mal für mich übersetzen konnte. Zum Beispiel der jetzt auch im September, wir haben die Kogi auch eingeladen, sie kommen im September zu uns für einen Monat. Und da wird auch einer mitkommen, mit dem ich mich auch angefreundet habe, dann dort, der auch gut Spanisch kann, und der wird dann auch da übersetzen. Okay. Also Übersetzer muss man schon gutes Spanisch haben, ne? Ja, genau. Wie kommst du dazu? Also, ach so, das für mich selber jetzt. Ja? Wieso sprichst du gut? Ich hab ein Jahr in Südamerika gelebt, nachdem ich mein Abi gemacht habe. Genau, Venezuela, in Peru, Bolivien, Brasililien, Costa Rica. Und da habe ich so Ah. das ein oder andere ein bisschen mitbekommen. Okay, sehr geil. Ich spreche auch fließend Spanisch und bin auch da überall rumgereist, wo du warst und so. Sehr Sehr schön, geil. cool. Schön. Ja, also, dann lass mal loslegen. Ganz vorne. Wer oder was sind die Kogi-Indianer? Fangen wir irgendwo ganz vorne an. Ja, die Kogi sind ein indigenes Volk. Sie leben in Kolumbien, in der sogenannten Sierra Nevada de Santa Marta, wie sie auf Spanisch heißt, oder Gonawindua, wie sie auf ihrer eigenen Sprache heißt. Und diese Sierra Nevada ist eines der höchsten Gebirge, was direkt am Meer ist. Das heißt, ich habe unten den karibischen Strand an der Grenze zu Venezuela, und dann habe ich 30 Kilometer ungefähr Luftlinie entfernt, habe ich Berggipfel von 5.700 Meter Höhe schneebedeckt. Habe ich schon mal von gehört, weil ich fliege Gleitschirm und da kann man, soweit ich weiß, quasi hochstarten und dann im Gleitflug bis an den Strand fliegen, weil es so hoch ist. Das kann gut sein. Ja, das kann gut sein. Genau. Und es sind fast 30.000 Menschen, die dort leben, die Kogi. Sie haben noch drei Nachbarvölker, die Arhuaco, die Wiwa und die Kankuamo.
Und insgesamt sind es 100.000 Menschen. Das heißt, man könnte sagen, das ist diese, oder andersrum, diese vier Völker sind die Nachfahren der Tairona. Und die Tairona könnte man eigentlich in einem Atemzug nennen mit den Inka, mit den Maya, mit den Azteken. Also letztendlich mit den ganzen großen, bekannten, die Geschichtsbücher füllenden Völker Lateinamerikas. Der einzige Unterschied ist, dass diese Völker wirklich noch zu einem absoluten Großteil intakt sind, noch in ihrer ursprünglichen Art und Weise leben, ihre eigenen Sprache noch haben, ihre eigene Kleidung noch haben, ihr Kunsthandwerk noch haben, ihre Kultur noch haben, ihre Religion noch haben, ihre Traditionen noch haben. Man kann sich das so vorstellen. Ich habe dort in einem meine Abende verbracht in einem Nuhui, in einem Weltenhaus. Das ist ein großes, rundes, rundes Haus, in dem ich dort gesessen habe mit den Indigenen, mit den Kumi. Natürlich sind die Balken neu, das Dach ist neu, die Wände sind neu. Aber seit 4000 Jahren steht an diesem Ort, an Nuhui, ein Weltenhaus. Seit 4000 Jahren treffen sich dort Menschen jeden Abend, sprechen über die Welt, sprechen über das Leben, sprechen über das, was ihnen wichtig ist, sprechen über die Zukunft. Und Haben die solche dann Orte. eine Liste, wo die jedes Jahr irgendwie einen Haken machen, oder? Nee, die haben keine Schriftkultur in dem Sinne, aber es ist einfach diese gelebte Tradition. Ja, woher wissen die, dass es schon seit 4000 Jahren der Fall ist? Weil sie sich daran erinnern. Also sie haben, das haben ja viele mündliche Kulturen. Mündliche Kulturen basieren ja extrem auf Erinnerung. Das heißt, um einen Überblick zu haben von dem, was sie tun, müssen sie ja ein Verständnis davon entwickeln, wie die Dinge sind. Das heißt, sie haben spezielle Weise, also spezielle Mamos nennen sich die, oder Sakra, wenn sie Frauen sind, die zum Beispiel nur die Aufgabe haben, so Hüter der Geschichte zu sein, die sich diese Dinge merken, das lernen, das bewahren und das weitergeben. Und eben weil diese Traditionen eben nicht unterbrochen worden sind, weil es eben so wenige Orte inzwischen quasi nur noch gibt auf dem Planeten, wo man so etwas erleben kann, das ist ja auch genau das Beeindruckende, dass deswegen dieses Wissen heute noch existiert, dass die diese Dinge halt wirklich einfach noch machen. Es ist wie so eine Art Mentalitätstresor. Es ist etwas, was wirklich etwas, ich meine, natürlich haben die sich auch entwickelt, ne, auch in den letzten 500 Jahren, das will ich gar nicht sagen. Aber letztendlich haben sie eine Perspektive auf die Welt bewahrt und leben sie bis heute, die es kaum noch gibt. Ja. Die haben ja wahrscheinlich schon auch ein bisschen, also ich meine, offensichtlich, die haben Kontakt zu dir, Kontakt zur Zivilisation in gewisser Weise. Es gibt auch Dokumentationen über die, also man kann auch auf YouTube oder was weiß ich wo was sehen. Also die sind ja jetzt nicht total abgeschieden und haben noch nie einen Weißen gesehen, sage ich jetzt mal. Wie muss man sich das so vorstellen? Also warum oder wie können die noch so oder warum, ich weiß gar nicht, was ich fragen soll. So traditionell heutzutage noch zu leben und trotzdem Kontakt zu dieser westlichen oder ne, ich nenne es jetzt einfach mal westlichen Zivilisation, ja auch in Kolumbien irgendwo, wenn man da nach Bogota geht, sieht es auch nicht anders aus als, naja, sieht schon anders aus als hier, aber du weißt, was ich meine. Da gibt es auch Straßen und Busse und Geschäfte und Banken und so weiter. Wie kann es sein, dass die so ihre das noch so bewahren, trotzdem sie Kontakt haben? Also warum, was hat, wie kommt es, dass sie nicht korrumpiert wurden? So, das ist so für eigentlich die Frage, die ich stellen möchte. Ja, also die sind ziemlich smart, muss man erstmal dazu sagen. Und zwar haben sie entschieden, dass sie quasi ungefähr so 3% ihrer Bevölkerung ausbilden, in letztendlich den westlichen Arten und Weisen die Dinge zu tun. Also lesen und schreiben zu lernen, rechnen zu lernen, zu studieren teilweise, Rechtsanwalt zu werden, weiß ich nicht, irgendwie Accounting zu lernen, teilweise Zahnarzt zu werden, was auch immer. Und die haben eine Organisation gegründet in der Stadt, die Kogi nach außen vertritt, auch politisch vertritt. Und die bilden wie so eine Art Schutzschirm für die 97%, die eben noch relativ zurückgezogen und abgeschieden leben in den Bergen. Das heißt, es gibt, wie du schon richtig gesagt hast, schon ab und zu Menschen, die reinkommen, aber es ist kein Vergleich zu vielen, vielen, vielen anderen indigenen Völkern, wo das ja schon fast gang und gäbe ist, die irgendwie an irgendwelchen Stadträndern leben oder eigentlich total kulturell verwässert sind, wenn man so möchte. Und die Gründe, warum die sich so bewahren konnten, sind meiner Meinung nach einige. Das eine ist erstmal eine sehr spezifische Geografie. Das heißt, sie leben in diesen Bergen, die abgeschlossen sind von einem total dichten Ring an Dschungel, wo alles krabbelt und sticht und beißt und giftig ist und man nicht so unbedingt Lust hat, den zu durchqueren, wenn man nicht genau weiß, wo es lang geht. Keine Straße. Es gibt keine Straßen mehr. Es gibt, man kann bis, also so ein bisschen in ein paar Höhenlagen gibt es Straßen, aber da, wo die leben, gibt es ausschließlich Trampelpfade und Wege, die entweder zu Fuß oder maximal mit einem Maultier
begehen kannst. Ja, das hält schon mal viele Leute weg. Das hält schon mal viele Leute weg, genau. Hält nicht unbedingt direkt die Drogenkartelle weg und so weiter, da können wir aber auch nochmal drüber reden. Also die haben da auch tatsächlich ein paar Gefahren, die da reinkamen, die Paramilitärs, die Guerilla-Gruppen, die dann doch dort auch aus diesem Grund auch Zuschlupf und Rückzug gesucht haben. Genau, das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, dass sie eine sehr, sehr starke kulturelle Identität haben, in kombiniert mit einer absoluten, ich sag mal, Gewaltlosigkeit oder Nichteinmischung. Das heißt, sie kämpfen nicht. Sie haben keinerlei Kriegerkultur. Sie verteidigen sich nicht, sondern sie haben sich immer zurückgezogen. Und das hat in Kombination mit dieser spezifischen Geografie auch gut funktioniert. Das heißt, sie konnten sich immer weiter zurückziehen in die hohen Berge, dort überleben und dann wieder peu à peu weiter runterkommen. Inzwischen sind sie auch wieder relativ weit unten am Fuß des Gebirges. Und diese sehr, sehr starke kulturelle Identität, die sehr starke auch religiöse Identität, dieses Gefühl, wirklich ganz klar zu wissen, warum sie hier sind und das Leben dessen, also wirklich ein ganz, ganz großer ja, Faktor oder großer, großer Fokus auch auf diese Tradition, ist einfach was ihnen sehr geholfen hat. Und man kann auch sagen, die Kugis sind erzkonservativ. Also das ist auch schon so, dass die sehr, sehr stark die Dinge bewahren und diesen Aspekt sehr, sehr wertschätzen. Also das Prinzip des Hütens, des Bewahrens ist ihnen einfach auch sehr wichtig und das hat ihnen einfach sehr geholfen. Okay. Ja, erzähl mal ein bisschen was über die Kugi. Also wie leben die denn? Was haben die denn? Also die habe ich jetzt direkt schon Millionen Fragen nur in diese Unterfragen sozusagen. Was ist denn für dich so das Beeindruckendste? Oder was ist so für dich, was auf dich am meisten wirkt an deren Leben? Es sind verschiedene Kleinigkeiten. Also was eine der Sachen, die ich unfassbar beeindruckend finde, ist ihr Umgang mit Emotionen zum Beispiel. Sie haben eine Kultur der Aussprache, nennt sich Aluna Yewasi. Dort treffen sie sich alle ungefähr 2 Wochen im Dorf und nach Frauen und Männern getrennt. Und haben quasi die Mamos für die Männer und die Sakas für die Frauen, die diese Veranstaltung moderieren oder facilitieren, könnte man sagen. Und sie treffen sich und sagen letztendlich alles Gute und alles Schlechte, was sie über die anderen gedacht oder gesagt haben in den letzten 2 Wochen. Radical Honesty heißt das im Westen. Genau. Und wir meinen, das sei eine total neue Erfindung und super, super Avantgarde. Genau, dabei ist es wahrscheinlich einfach ein ursprüngliches menschliches Konzept, was die einfach noch bis heute leben. Und dieses Verständnis davon, was die menschlichen Emotionen, das, wie es mir geht, wie ich mich fühle, wie ich mich mit mir selber fühle, wie ich mich mit meiner Gemeinschaft fühle, mit der ich lebe, mit den Menschen, mit denen ich in Kontakt bin, dass das eben auch die Auswirkung hat auf die Frage, wie gehe ich mit der Natur um, wie gehe ich mit dem Territorium um, wie sie das immer sagen, und damit letztendlich die Frage der Nachhaltigkeit. Also sie haben ein total ganzheitliches Verständnis. Ich hatte schon oft vorher drüber gelesen. Ja, jeder sagt ja heute, wir müssen ganzheitlich denken und alles ist verbunden und dann nicken immer alle. Nur niemand weiß, was das heißt. Und vor allem niemand weiß halt, was das im gelebten Alltag wirklich heißt als große Gruppe von Menschen. Es gibt vielleicht einzelne Personen, die durchaus Aspekte davon leben. Aber das als Gesellschaft, als 30.000 Menschen oder wenn man die anderen Völker hinzuzieht, sogar als 100.000 Menschen, ist das schon eine sehr beeindruckende, für mich kulturelle Leistung. Und da gibt es verschiedene weitere Beispiele, einfach, die sich an so kleinen Details gezeigt haben. Also zum Beispiel allein ihre Präsenz, wie da die einfach sind. Wenn du denen begegnest, die schauen dich einfach an, die sind einfach, du hast das Gefühl, du bist wie in so einem Nacktscanner, wenn die dich anschauen. Und es war am Anfang auch nicht einfach, ne? Also es war auch so, dass ich mich gedacht habe, puh, die lächeln nicht, die schauen dich einfach an und die schauen auch nicht weg. Und das ist schon eine ziemlich intensive Angelegenheit gewesen am Anfang. Und ja, und diese ganzen letztendlich gelebten kleinen Details von dem, was ich vorher in so vielen philosophischen oder Gesundheits- oder auch spirituellen Büchern oder Ähnlichem gelesen habe, dass für sie das einfach eine völlig unaufgeregte Alltäglichkeit und Normalität darstellt, wie sie Dinge miteinander verknüpfen, wie sie zum Beispiel Gebäude bauen, wie sie ihre Nahrung anbauen, wie sie damit umgehen, wie sie das Soziale mit dem Ökologischen verbinden und so weiter. Das ist wirklich beeindruckend. Und diese Mammos, diese, ich sag mal, Priester oder Weisen, haben auch wirklich ja, ziemlich abgefahrene Fähigkeiten, von denen ich auch nicht weiß, wie sie das machen oder was sie da genau machen. Wenn du magst, kann ich da mal ein kleines Beispiel, eine kleine Geschichte von erzählen. Ja, bitte. Und zwar, die waren einmal eingeladen,
nach Frankreich. Es gibt auch eine französische Organisation, die mit denen in Kontakt ist. Und dort waren sie unterwegs in den Bergen in Frankreich, letztendlich in einem Ökosystem, was sie nicht kennen, was nicht ihre Klimazone ist, nicht ihr Kontinent ist, was eigentlich erstmal auf einer gewissen Ebene völlig fremd ist. Und sie haben eine Art Analyse machen sollen von diesem Territorium zusammen mit westlichen Wissenschaftlern. Die sollten aus ihrer Perspektive sagen, was sie da sehen, und die Kogi-Mamos sollten aus ihrer Perspektive eben sagen, wie, was sie da einschätzen, was die Situation ist, wie es dem Ökosystem geht, was man vielleicht tun könnte oder ähnliches. Auf jeden Fall nach einiger Zeit in dieser Begehung, in diesem Spaziergang, meinten die, ja, sieht gar nicht so schlecht aus hier, aber es gibt eine Baumart, diese da, die habt ihr hierher gebracht. Was soll das? Also, wir haben die hier nicht hergebracht. Warum diese Baumart? Doch, 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 ihr habt die hierher gebracht. Was soll das? Und dann haben die Wissenschaftler diskutiert, diskutiert, und dann hat der Mamo angefangen zu erzählen, was da passiert mit dem Ökosystem und dass dieser Baum das Wasser nimmt, und hat wirklich komplett angefangen, diese ganzen Zusammenhänge einfach darzulegen. Und dann kamen die Wissenschaftler eben nach Hause, haben dann auch angefangen zu recherchieren und so weiter, und haben eben herausgefunden, dass dieser Baum tatsächlich als Kriegsreparation von Österreich an Frankreich nach dem Ersten Weltkrieg in diesem Tal gepflanzt worden war. Und damit quasi ein Neophyt war, das Ökosystem in Ungleichgewicht gebracht hat und so weiter. Und das natürlich ist erstmal nichts Ungewöhnliches, aber die Frage ist, wie Sie diesen Zugang haben zu dieser Wahrnehmung, zu diesen feinen Dingen, letztendlich erst in diesem Beispiel erstmal einfach in Bezug auf die Natur, auf die Umwelt, wo noch, ich sag mal, Fähigkeiten vorhanden sind. Und ich sage nicht, dass ich weiß, wie die das machen, ne? Aber und letztendlich gerade mit den Herausforderungen, die wir in unserer heutigen Zeit haben, durchaus sehr, sehr hilfreich sein können, wenn es darum geht, wieder Dinge, ja, zu regenerieren, zu restaurieren, wieder ins Gleichgewicht zu kommen und letztendlich eine Zukunftsfähigkeit für uns als Gesellschaft oder als Gemeinschaften eben auch zu ermöglichen. Ja, ich würde mal tippen, dass so eine Art Channeling einfach, das können ja verschiedene Leute, Rudolf Steiner zum Beispiel war so jemand, der ganz viel wusste, was er nie ge irgendwo gelernt hat und auch nicht, gar nicht die Möglichkeit hatte, dieses Wissen irgendwo zu erwerben, sondern er hatte es einfach. Und das kam ganz bestimmt nicht so aus ihm, sondern das ist halt durch ihn durchgeflossen. Ich glaube, dass es eine Fähigkeit ist. Ich habe auch Erfahrungen in diese Richtung gemacht, die alle Menschen haben. Und wenn ich in einer Kultur lebe, wo das vielleicht sogar noch gelehrt wird oder wo ich offen dafür bin und nicht so, und umgekehrt gesprochen, nicht so verschmutzt und verklebt und so weiter, die ganzen Kanäle sozusagen von diesen ganzen anderen Dingen, dann ist es etwas, wo ich mich im Grunde genommen nur öffnen muss und die Informationen fließen einfach durch mich durch. Ich habe einfach Zugang zu diesem, ich nenne es jetzt mal kollektiven Bewusstseinsfeld oder wie auch immer man das nennen möchte. Und ja, ich denke, das ist etwas, wir können das alle, aber das ist etwas, was wir zum Beispiel lernen können, vielleicht von den Kogis, dass wir theoretisch und auch praktisch, die Erfahrung kann man auch zumindest im Kleinen wahrscheinlich sogar jeder machen, dass es diese Möglichkeit gibt, einfach an so ein Wissen zu kommen. Hat vielleicht auch, haben viele Leute ja auch schon mal so Intuition, plötzlich wusste man irgendwie, nee, hier, das ist nicht die gute Entscheidung, ich muss das machen, solche Sachen, ne? Leben die überhaupt intuitiv? Also was ist so wir leben in so einer total rationalen Welt, alles ist so verstandesmäßig geprägt, jede Entscheidung wird so abgewegt, 15 Punkte, die dafür sprechen, 15 Punkte, die dagegen sprechen, welcher wiegt mehr? Und dann nimmt man sich eine Mindmap und ein Tool dafür, ein Online-Tool. Ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber also komplexe in einer komplexen Welt Entscheidungen zu treffen, ist wirklich nicht einfach. Und oft sind wir sogar dann so blockiert, dass gar viele Sachen niemals entschieden werden oder niemals durchgeführt werden, weil wir in dieser Komplexität quasi feststecken. Wie machen die Kogi das? Ja, sehr spannende Frage. Also die Kogi sind natürlich ganz anders, ich sag mal, verbunden mit den Zeichen, die einfach da sind in der Natur, in der Gemeinschaft, auch in ihnen selber, dass sie viel mehr auf diese kleinen Nuancen hören. Also die Kogi haben meines Wissens keinen Begriff von Intuition als solchem, aber vielleicht auch, weil es sowas Natürliches ist, dass sie sich diese Frage gar nicht stellen müssen und das gar nicht explizit irgendwie beschreiben müssen. Zusätzlich haben sie eben diese Mamos und Sakas, die als eine Art Berater zur Verfügung stellen. Und
die haben diese Fähigkeiten auch nicht, ich sag mal, umsonst. Denn die haben eine der härtesten und wahrscheinlich auch interessantesten Ausbildungen der Welt. Und zwar kommen die als kleines Kind in eine Höhle, eine dunkle Höhle, und verbringen die ersten 18 Jahre ihres Lebens in Dunkelheit. Was? Richtig. Ich hatte schon irgendwas gehört von der Dunkelheit, aber ich habe mir keine Idee davon gemacht. Die ersten 18 Jahre? Wer? Das sind jetzt aber nur die Priester, oder? Nur die Priester, ja. 18 Jahre? Genauso habe ich auch geguckt, als ich das erste Mal gehört habe. Allein vom Vitamin-D-Mangel her müsste man da schon tot sein. Habe ich auch gedacht. Aber die bekommen eine ganz spezielle Ernährung. Die essen hauptsächlich so eine ganz spezielle Sorte Maden. Und meine Vermutung ist, dass das darüber irgendwie, ich meine, es gibt ja auch Nahrungsergänzungsmittel irgendwie mit Vitamin D, dass die da quasi so natürliche Nahrungsergänzungsmittel quasi in Form von Maden oder Ähnlichem bekommen. Ja, so wie Makrele oder so hat auch Vitamin D. Wenn Genau. man nichts anderes isst, würde das wahrscheinlich auch reichen, vor allem wenn man sonst so natürlich lebt. Ja, also Maden essen, die 18 Jahre lang. Genau, und also nur weißes Essen, auch mit Bohnen, weiße Kartoffeln. Also die haben so ganz, ganz spezielle Nahrung, die bekommen, um wahrscheinlich diese Ausbildung zu überstehen. Okay, so eine Art Jelly Ja. Royal. Genau. Und ich habe dann auch gedacht, so, die müssen irgendwie alle einen an der Klatsche haben. Aber tatsächlich waren das die entspanntesten und humorvollsten Menschen, die ich in sehr langer Zeit getroffen hatte. Es klingt ja nach einer totalen Traumatisierung. Also da würde Richtig. doch jeder westliche Psychologe oder was auch immer die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Wie soll denn da Bindung, also das ist ja ein Bindungstrauma par excellence. Ne? Wir brauchen ja die Bindung zu unseren Eltern, brauchen das Gefühl von Sicherheit, Austausch, Lernen von Gesichtsausdrücken. Also das ist ja entgegen jeglicher Vorstellung, oder? Also man muss sagen, zumindest die Mutter ist auf jeden Fall noch da, wenn das Kind klein ist. Ne? Also die sind halt einfach dann auch zusammen in der Höhle, das muss ja auch noch Milch trinken und alles. Also die sind nicht alleine. Und dann kommt auch relativ bald der ausbildende Mammo, wenn es ein Junge ist, oder die ausbildende Saka, wenn es ein Mädchen ist, eben auch dazu. Und verbringt eben dann auch die Zeit mit denen. Und je älter die werden, desto länger werden die dann auch alleine gelassen. Das heißt, dann sind die dann auch mal eine Zeit lang alleine mit einer bestimmten Frage. Und ich habe sie auch gefragt, also was zum Geier habt ihr euch denn dabei gedacht? Er schaut mich so ganz trocken an und meint, naja, ist doch logisch. Kinder lernen das am besten, wofür sie sich interessieren. Ich so, okay, kann ich mitgehen. Naja, wenn wir alles, was du sehen kannst, hören kannst, schmecken kannst, riechen kannst oder tasten kannst, auf das absolute Minimum runterfahren, sodass die Sinne gerade nicht verkümmern, ja, wofür sollen sich denn die Kinder sonst interessieren, außer für den Geist, für Gedanken, für Energien, für was auch immer? Da dachte ich so, okay, das klingt jetzt erstmal nach einem sehr logisch vorgetragenen Argument. Und war trotzdem skeptisch und habe die aber auch mal gefragt und die meinten, nö, für sie war das halt einfach völlig normal, weil sie kannten es ja gar nicht Wie anders. kann es nicht anders, Genau, ja. das heißt, das Gefühl von mir fehlt was, so sollte es nicht sein, hatten sie nicht. Und sie sagen, für sie war das natürlich schon auch einer der bedeutendsten Momenten ihres Lebens, als sie dann irgendwie mit 18 Jahren diese Höhle verlassen haben. Und alles, was sie vorher als Gedanken, als Ideen, als Energien, sagen sie auch, also Aluna, sagen sie auf ihrer Sprache, und das hat ganz, ganz viele Bedeutungen, Emotionen kann das auch heißen und so weiter, kannten, auf einmal in der materiellen Form zu sehen, war für sie wohl einer der beeindruckendsten Momente, die es gab. Und zwei, wenn man die kennenlernen möchte, zwei von denen, beziehungsweise zwei Männer und eine Frau, die diese Erfahrung gemacht haben, die diese Fähigkeiten auch erworben haben, kommen im September eben auch zu uns, machen die Veranstaltung, man kann die kennenlernen und sie selber fragen, wie sie das fanden, quasi. Ja, also das war auf jeden Fall schon sehr, 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 sehr beeindruckend. Ja, Sehr. genau. Ja, also wir machen eine ganze Tour im September. Also das ist ja der Podcast ist ja so ein Format. Das ist ja in 5 Jahren steht das ja immer noch da. Also wir reden jetzt vom September 22. Ja. Ich schaue mal gerade ganz schnell hier rein, ob ich es schaffe. Ja, muss ich irgendwie vorziehen die Episode, damit das noch vor September rauskommt. Das heißt, da gibt es auf jeden Fall ein paar Termine vielleicht noch irgendwo, wo es noch einen Vortrag gibt. Du sagst, da ist schon sehr, sehr viel ausverkauft, aber ich habe Vorträge, Workshops, alles Ja. Mögliche. Gerade bei den Vorträgen gibt es auch noch Plätze in den großen Städten, in Berlin, München, Köln, ja, überall. Mal reinschauen, auch Dann auf machen uns. wir das so, dass das vorher rauskommt, dass die Leute das natürlich dann hören und nicht danach. Cool. Ja, also gut.
Nehme ich jetzt, nehm ich jetzt erstmal so hin. Du sagst, das sind sehr zentrierte Menschen. Die sind, also ich würde ja sagen, okay, funktioniert. Ja, die kennen nur eine einzige Sache, aber sind die nicht trotzdem traumatisiert? Sind die nicht trotzdem völlig ballerballer am Ende? Oder Nein. krank? Ich habe mich das auch gefragt und ich habe dann aber auch so überlegt, naja, guck mal, das ist ein Volk, die haben, ich sag mal nicht, die können sich solche Experimente nicht unbedingt leisten. Also letztendlich sind die mit ihrem Überleben darauf angewiesen, dass die irgendwas haben, was was bringt. Das heißt, wenn sie quasi da irgendwelche Leute hätten, die, ich sag mal, geistig krank wären und denen nur Müll erzählen würden und die ständig irgendwelche Fehlentscheidungen treffen würden, wenn sie auf ihren Rat hören würden, dann gäbe sie schon, glaube ich, einfach nicht mehr. Also allein aus dem evolutionären Druck heraus, muss das irgendwie Sinn machen. Und muss etwas sein, was funktioniert. Und allein, dass es sie heute noch gibt und dass sie heute noch existieren und das ein Beispiel von dem, was ich eben erzählt hatte, dort im Wald, dass solche präzisen Analysen dann dabei rauskommen, zeigt ja, dass das auf zumindest mal auf etwas hinweist. Also ich würde es nicht machen, aber ich bin auch kein Kogi. Ja, okay. Also die züchten sich so ihre Bildungselite, Genau. ihre spirituellen Führer. Kleiner Witz soll mir erlaubt sein. Unsere Führer sozusagen, die könnte man auch mal in dunkle Verliese sperren, 18 Jahre lang. Da hätte ich nichts dagegen. Ja, was ist denn mit, also okay, das sind jetzt die. Was ist denn mit den anderen? Wie leben die denn? Haben die irgendwie Bildung oder haben die eine Schule oder lernen die einfach von ihren Eltern und ist das nur Praxis? Wo ist der Baum, wo es die und die Blätter gibt und wie kann man jagen und was? Ich habe so viele Fragen. Wir sind noch bei Frage 1 übrigens. Richtig, genau. Wir haben die auch noch nicht abgeschlossen mit der Entscheidung, weil also worauf ich hinaus wollte, ist eigentlich danach zu erklären, dass diese Mammuts eben ein Orakel haben, mit dem sie quasi auch arbeiten und mit dem sie auch Entscheidungen sich anschauen. Und da können wir auch noch mal ins Detail gehen irgendwann. Auch super spannend. Die haben wirklich auch verblüffende Ergebnisse damit teilweise erzielt. Als jemand mal vermisst war, es gab eine Entführung und die Frage war, wo der jetzt ist und ob der noch lebt und so weiter. Und da das ist schon auch sehr, sehr interessant. Also ich bin auch an sich Skeptiker, muss ich sagen. Also ich habe das erstmal mir alles angeschaut und habe gedacht, so, was ist mit denen los? Aber ich muss sagen, dass ich viele Dinge sehr überzeugend und zumindest sehr, sehr spannend auch fand. Genau, so jetzt. Mega. Wir machen eine kleine Pause und sprechen im nächsten Teil weiter. Wie gesagt, wir sind noch in der Mitte von Frage 1. Das wird mega, mega spannend. Ich bin jetzt schon richtig angespitzt, sozusagen wie ein Pfeil, wie ein Apachen-Pfeil oder Gogi-Pfeil, wie das weitergeht und was wir von den Gogi lernen können. Schön, dass du dabei warst und freue mich auf den nächsten Teil mit dir. Mach's gut. Ciao. Ciao, Dankeschön. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Bio 360. Das ist der zweite Teil von meinem Gespräch mit Lukas Buchholz und wir sprechen über die Kogi. Kogi, hallo Lukas. Hallo, ich freue mich. Ja, wir sind schon mitten im Gespräch hier. Du hast erzählt, die haben so ein Orakel und Entscheidungsfindung. Was wolltest du gerade, wolltest du gerade weitermachen? Ich wollte gerade noch was zu denen erzählen, wie sie sonst einfach leben. Also wichtig ist erstmal, es ist ein Bauer, das heißt, sie leben von der Landwirtschaft, haben tatsächlich wenig Jagd bis gar keine Stellen Fallen. Im Wald jagen ein paar Kleintiere, aber sonst gibt es dadurch, dass das Gebirge sehr steil ist, auch gar nicht so viel, was man jagen könnte. Und haben sonst ein sehr, ja, bäuerliches Leben. Das Spannende ist, dass das Gebirge von denen so steil ist, dass sie innerhalb, ich sag mal, von 6 bis 8 Stunden Fußmarsch in der tropischen Zone unten einen kleinen Bauernhof haben können, in der gemäßigten Zone und in der kalten Zone. Das heißt, sie haben eine unfassbar große Variation an Feldfrüchten, an Bohnen, an Maniok, an Bananen, an Kartoffeln, an Süßkartoffeln, an Nyame, an allen möglichen ja, Obstsorten und Ähnlichem, was sie eben anbauen. Das heißt, eine ganz, 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 ganz große Diversität, auch uralte Sorten, die teilweise endemisch sind, die sie anbauen, die es auch nur dort gibt, bestimmte Bananensorten, die es nur dort gibt und Ähnliches, die ja die Grundlage von ihrer Ernährung eben ausmachen. Und das heißt, das Leben findet ungefähr zur Hälfte in den Dörfern statt, wo sie dann hinkommen, sich treffen und zur anderen Hälfte auf den Bauernhöfen, auf denen sie unterwegs sind, vom einen zum anderen, zum nächsten, um mal zu gucken, wo muss ich gerade was ernten, wo muss ich was anbauen. Und das heißt, man sieht oft Kogi-Familien, die so Vater, Mutter, drei Kinder, Schwein, Huhn und Ziege so durchs Gebirge laufen und von einem Bauernhof zum nächsten gehen, um da ja die Sachen zu bewirtschaften. Also Viehzucht machen die auch.
Genau, das ist tatsächlich was Neues. Früher haben sie wohl das nicht gemacht oder nur sehr wenig gemacht. Da sie früher noch den Zugang zum Meer hatten, haben sie sehr viel Fisch gegessen. Und das ist etwas, was sich gewandelt hat. Also da sie den Zugang zum Meer verloren haben, brauchen sie eine neue Proteinquelle und sind auf jetzt Kleintierzucht übergegangen. Truthähne, Hühner, Schweine, teilweise sogar Rinder, Maultiere und Ähnliches. Okay, so ein Dorf, wie muss man sich das vorstellen? Ist das so mit Steinhäusern oder wie sieht sowas aus, so ein Dorf? Die Dörfer sind unterschiedlich groß. Also es gibt quasi kleine Dörfer von, ich sag mal, 200 Menschen bis hin zu großen Dörfern bis, ich glaube, das größte hat 2000 Menschen, wenn es voll besetzt ist. Und in den Dörfern hast du ein Zeremonialhaus für die Männer, eins für die Frauen meistens. Und das Dorf ist quasi geteilt in eine weibliche Seite und eine männliche Seite des Dorfes. Und so wie auch jedes Gebäude zum Beispiel geteilt ist in eine weibliche und eine männliche Seite. Und es gibt dann die einzelnen Individualhütten, wo die Familien halt dann leben. Meistens wohnen die Familie daneben an, wohnen irgendwie die Großeltern, dann irgendwie Cousins, also auch Familienverbände, die dann da entsprechend sind. Und genau, das heißt, der Tagesablauf ist, die stehen morgens auf, irgendwie um 6 Uhr, dann gibt es Frühstück, dann gehen sie raus auf die Felder oder halt irgendwie was arbeiten, was halt zu tun ist. Dann so um ja, 9, halb 10 vielleicht, ist es so heiß, zumindest in unteren Lagen, dass man eigentlich nichts mehr machen kann. Das heißt, dann kommen sie zurück, machen Arbeiten im Haus, schnitzen irgendwas, machen Holzarbeiten, ihre Gerätschaften, ihre Häuser, was, also Handwerk, einfach was halt getan werden muss. Und dann gibt es irgendwann Mittagessen. Und nachmittags, so ab, ich sag mal, 15:30, 16 Uhr, wenn es wieder ein bisschen abgekühlt ist, gehen sie wieder raus auf die Felder und arbeiten nochmal bis um 6, dann geht die Sonne auch schon unter, dann kommen sie zurück, dann gibt es Abendessen und dann finden sich eben dann die Männer, mit denen ich als Mann hauptsächlich die Zeit verbracht habe, im Männerhaus ein und verbringen dann dort, sitzen dort, unterhalten, sprechen und genau, haben dann ja letztendlich die ganze Nacht, teilweise bis um 1 oder 2, wo sie dann sitzen und sprechen. Also die Kogi schlafen sehr wenig, die sind teilweise mit 4, 5 Stunden Schlaf maximal. Sind die dabei und ziemlich fit. Okay. Wie alt werden die so? Wir werden ziemlich alt. Also ich habe Menschen getroffen, die über 100 sind. Und ganz spannend. Ich hatte gestern noch ein Gespräch mit einem von denen, wie gesagt, einer von denen, den ich kenne, der auch in der Organisation arbeitet, der auch ein Handy hat und so. Den habe ich nochmal gefragt, jetzt auch zu den Mamos, die uns besuchen. Und der eine ist schon 81 und die andere sind Ende 70. Und ich wollte jetzt mal wissen, naja, wie fit sind die denn jetzt noch? Wir haben ein ziemlich knackiges Programm aufgelegt und da meinte ich so, ja, sind die noch fit? Laufen die noch gut? Er meinte, nee, die laufen nicht mehr so gut, aber so 8 bis 10 Stunden am Tag würden sie schon noch schaffen. Dachte ich mir so, okay, was heißt denn dann gut? Okay. Ja. Ja, Wahnsinn. Und das heißt, die sind, ich meine, gut, die sind ihr ganzes Leben gelaufen, die sind ein laufendes Bergvolk, hoch, runter, hoch, runter. Ja. Und die haben natürlich eine ganz andere Physis jetzt als wir, die wir hier vor unseren Zoom-Bildschirmen sitzen. Ja, das sieht man auch bei Bauern. Also da muss man gar nicht so weit fahren. Auch in Frankreich oder so. Bauernpärchen zum Beispiel, was ich mal getroffen habe, die waren beide deutlich über 80 und die waren total fit, weil die immer arbeiten. Die sind immer in Bewegung, den ganzen Tag. Was mich interessiert, schon an dieser Stelle, du hast jetzt schon ein paar Mal gesagt, männliche, weibliche Seite und so weiter. Das scheint ja doch ziemlich getrennt zu sein. Was ist so, was steckst du dahinter bei denen? Ja, die Kogi gehen davon aus, dass letztendlich die Polarität, also männlich-weiblich, Pluspol, Minuspol, wie bei der Elektrizität, die Grundlage für Fruchtbarkeit im Leben ist. Also letztendlich nur, wenn es diese Pole gibt und wenn diese Pole klar abgegrenzt und klar ausgebildet sind, hat das Leben quasi ja, einen Fortgang, beziehungsweise die Spannung dazwischen ist letztendlich die Lebensenergie. Ist das, was das Leben und die großen Zyklen im Kleinen, in der konkreten Fortpflanzung, wie auch in den ganz großen Zyklen des Wassers, der Sonne, von Wärme, von Kälte, also diese ganzen Polaritäten, die wir eben haben, die das Leben am Laufen halten, im Gang halten. Und deswegen achten sie sehr darauf, diese Dinge getrennt zu halten, in dem Sinne, dass zum Beispiel alle Aktivitäten, die es gibt, männlich sind oder weiblich sind. Zum Beispiel das Weben der Kleidung ist eine männliche Aktivität, das Knüpfen der Taschen ist eine weibliche Aktivität. Die sind komplett wertfrei oder wertgleich, sagen wir eher,
wie ein Pluspol und Minuspol von der Batterie. Ist halt quasi keiner ist besser, sondern es einfach nur, es braucht halt beide. Aber wenn man sie zusammen macht, gibt es einen Kurzschluss nach dem Motto. Also dann, es braucht quasi diese Spannung in dem Sinne. Und das heißt, das ist etwas, was sie sehr stark kultivieren, dass es sagen, die Männer sind mit den Männern zusammen, unterrichten die Jungs, also da ist eine sehr, sehr starke Kultur, und die Frauen sind mit den Frauen zusammen, unterrichten die Mädchen. Und das leben sie eben sehr, sehr deutlich. Das heißt, ich habe auch zum Beispiel hauptsächlich Zeit mit Männern verbracht. Nicht nur, es ist jetzt nicht wie manchen Kulturen, dass man da als Mann gar nicht mit Frauen reden darf, so überhaupt nicht, also sie sind tiefenentspannt, aber es ist schon sehr klar für sie, wer wohin gehört. Okay, also als vor den Karren der Ja. LGBTQ-Bewegung lassen die sich schon mal nicht spannen. Eher weniger. Das ist eine Frage, die kannst du wahrscheinlich gar nicht beantworten, aber Sexualität zum Beispiel, hast du irgendeine Ahnung, wie das gelebt wird? Also sie sind monogam. Das heißt, es gibt klassisch Frau-Mann. Also Homosexualität habe ich zumindest nicht offen gesehen. Ob sie gibt, weiß ich natürlich letztendlich nicht. Genau, und Eine Frage, die ich mich also, stelle, okay. um das zu konkretisieren, Ja. ist das etwas, was so, das wird so gemacht, dann macht man Kinder oder wird das auch irgendwie, also gibt es da richtig Zärtlichkeit, wird das zelebriert, tantrisch, weiß ich nicht, also nimmt man sich dafür Zeit, wo, auch wenn man in so einer Gemeinschaft lebt, wo vielleicht alle Hütten offen sind oder so, ich versuche mir da so ein Bild davon zu machen, wie sowas aussehen könnte. Also ich kann jetzt ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, der abendlichen Gespräche im Männerhaus, was da so besprochen worden ist. Und ich habe des Öfteren Beschwerden gehört der Männer über ihre Frauen, dass sie so oft ran müssten. Also dass die Frauen immer ständig irgendwie da mit ihnen hinter den Busch springen möchten. Und dass sie ja irgendwie auch noch arbeiten müssen und auch noch das Feld bestellen und so weiter. Und dass sie da irgendwie ja auch ihre Kraft auch noch woanders bräuchten. Also das war auf jeden Fall sehr, 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 sehr spannend. Okay. Das so. Genau. Luxusprobleme. Aber auch, was fand ich auch ganz spannend, weil das irgendwie auch ein Zeichen ist letztendlich von einer Kultur, die halt kein Christentum durchlebt hat, die letztendlich nicht irgendwie Hexenverbrennungen, sexuelle Verfolgungen, wie auch immer, wie wir das ja erlebt haben, quasi bei uns im Kursionsstil erfahren hat. Und was das da auch noch heißen kann, ne? Also das war auch sehr, sehr spannend. Also von dem, was ich weiß, also ist es so, dass die sagen, der Ort letztendlich für Fruchtbarkeit, aber das muss jetzt nicht nur in Bezug auf Kinderkriegen sein, sondern auch quasi für sexuelle Energien und Ähnliches, ist die Natur. Das heißt, sie würden immer dafür in die Natur gehen und nicht in den Hütten, irgendwie, wo auch noch die Kinder sind, die Familien sind, die Tante sind, die Oma sind und so weiter, jetzt irgendwie miteinander schlafen. Gibt es dann überall so kleine, es ist ja nicht überall gleich bequem, so auf so einer Wurzel oder so, Ja. überall so kleine Nester so. Also so zumindest erzählt man sich das, dass es bestimmte Orte gibt, die dafür bekannt sind, wo die dann schon wissen, dass dann da mal jemand ist und so. Also genau, so ist das. Stellt man einen Stein hin, dann weiß man, es ist besetzt oder so. Genau, ja, genau so in der Richtung. Ja, klasse. Ja, genau in die Richtung ging meine Frage so, weil die halt gar nicht dann diese Prägung so haben, diese christliche Genau. Prägung und ne. Ja, spannend. Genau. Erziehung, wie geht das bei denen? Ja, also letztendlich gibt es inzwischen auch ein paar Schulen, aber die traditionelle Erziehung ist einfach quasi, dass die Kinder halt mitlaufen im Alltag. Also ich habe es ganz spannend, ich habe mich mit denen unterhalten und sie sagen, eine der großen Gefahren ist das Spiel im Sinne von das freie, sich selbst genügende Spiel. Was meinen sie damit? Also ich habe es am Anfang auch überhaupt nicht verstanden. Und sie meinten, naja, guck mal hier, wenn jetzt Kinder anfangen, zum Beispiel fangen zu spielen oder was auch immer was, dann fangen sie an, Regeln zu kreieren, die sich selber genügen. Das heißt, du kannst dir irgendwas ausdenken und irgendwelche letztendlich künstlichen Systeme schaffen, die aber mit dem Leben als solchen nichts mehr zu tun haben. Und sie sagen, und darin gibt es A, zwei Gefahren. Also die eine ist, dass sie sich quasi abkoppeln vom Natürlichen, dass das, was sie tun, anfängt, sich um sich selber zu drehen und nicht mehr verbunden zu sein mit allem anderen um sich herum. Das heißt, sie sind natürlich mit den, also die, das heißt, die Kinder bekommen Aufgaben zum Beispiel, je nach Alter, keine Ahnung, die 3-, 4-Jährigen waschen dann die Einjährigen. Das dauert dann auch mal einen halben Nachmittag, da fällt irgendwie 50 Mal die Badewanne bei um. Das ist auch überhaupt nicht schlimm. Und das ist auch wieder total spielerisch, wie sie das machen. Aber es hat einen quasi Sinn, der wieder in das Gemeinschaftsleben
eingebunden ist. Es ist nicht einfach letztendlich sinnlos im Sinne von sich selbst genügend. Und das andere, was ich sehr spannend fand, ist, dass Sie gesagt haben, diese Arten von Spielen, die sich selber genügen, fangen, werfen, schießen, was auch immer was, kommen letztendlich ausschließlich in Gesellschaften vor, die auch Krieg führen. Weil das Spiel letztendlich das frühe Training ist für eine Sonderform des Lebens, sprich den Krieg. Alles andere, was für das Leben, was dem Leben, dem letztendlich zivilen, alltäglichen Leben dient, kann man ja auch einfach beim Tun der Dinge im alltäglichen Leben einfach bereits lernen. Also wenn ich kochen lernen will, dann kann ich einfach auch kochen und muss quasi nicht irgendwas anderes machen stattdessen. Oder wenn ich irgendwie ein Feld beackern will, dann kann ich auch mit meiner kleinen Kinderhake an dem Feld haken und muss nicht irgendwo das Haken trainieren. Das fand ich sehr, sehr spannend als Perspektive. Das hatte ich so noch nicht gehört vorher. Und so gehen sie auch mit den Kindern um. Das heißt, die werden mitgenommen, die werden eingebunden, die kriegen kleine Aufgaben, die sind letztendlich in dem, was alle machen, einfach ja, sinnhaft und sinnvoll eben mit eingebunden. Ja. Und werden dann wahrscheinlich auch mehr von den Erwachsenen geschult, sozusagen, also durch das Leben geschult, als das bei uns der Fall ist. Das ist ja eigentlich auch nicht so natürlich, dass die Kinder so mit ganz vielen Gleichaltrigen zusammen sind, von denen sie eigentlich nichts lernen können. Genau. Also nicht viel, ne? Also sonst hätte man ja im Familienverbund auf jeden Fall immer einen größeren Bruder oder mehrere davon oder Schwestern, plus halt eben die Erwachsenen und so weiter. Also das ist eine ganz andere Art von Führung. Ja, Ne? das Auch hast du. selbst in Schulklassen früher waren ja dann ganz viele Generationen dann auch da. Ja, total. Ne? Genau. Und heute gibt es eben, wie gesagt, auch manche Schulen, wo sie quasi die von der kolumbianischen Regierung hingestellt werden, wo sie so ein bisschen lesen lernen, schreiben lernen. Die werden mal besser, mal schlechter frequentiert. Genau, das ist gerade, glaube ich, so ein Experiment, wo sie auch schauen, hilft uns das weiter, bringt uns das was? Sollen da alle hingehen? Gehen da nur ganz spezielle hin, deren Aufgaben das dann auch sind oder so? Ja, aber die gehen da vorsichtig mit um, ne? Habe ich so Genau. rausgehört. Genau. Die haben auch schon Schulen wieder rausgeworfen. Also das gab auch mal eine Zeit, da haben, glaube ich, irgendwelche Mönche oder Nonnen versucht, dort Schulen zu bauen für ein paar Jahre und die haben Natürlich. sie dann hochkant wieder rausgeworfen. Ja. Okay. Ja, wie sehen denn die Kogi eigentlich so die Welt? Wie schauen denn die auf die Welt im Vergleich zu uns? Wie würdest du das benennen? Also okay, dann gibt es verschiedene Ebenen. Einerseits, was die Welt an sich erstmal für sie ist und dann natürlich auch, wie sie auf die Welt, wie sie heute ist, also sprich auf unsere Welt, auf die moderne, wie auch immer schauen. Der erste Punkt ist erstmal, dass für sie die Welt im Grunde erstmal ein lebendiger Ort ist. Es ist ein Ort voller Leben, voller Lebensenergie, voller Entfaltung. Es ist lebendig, es ist subjekthaft, es ist etwas, womit ich in Kontakt treten kann. Es ist eher ein Jemand als ein Etwas. Und genau, und da eben diese ganzen Prinzipien des Lebens, die auch im Kern wesenhaft sind, die im Kern lebendig sind, das ist das, wofür sie sagen, das ist auch unsere Aufgabe, sich darum zu kümmern, die zu hüten, die zu bewahren und die, ja, letztendlich die uns da als Menschen gut zu integrieren rein und damit eben sinnvoll zu arbeiten. Genau. Und das ist ja schon auch ein bisschen anders, als wir die Welt sehen. Also wir zumindest so gemeinhin gehen wir davon aus, die Welt ist durch Zufall entstanden, der Mensch auch in Form von irgendwie genetischer, quasi zufälliger Mutation. Und letztendlich ist der Fakt, dass wir hier vor einem Zoom-Account sitzen, eigentlich nur eine Kette von Zufällen. Und Ja, damit letztendlich sinnlos. Millionen Zufälle, die dazu führen, Genau. dass wir eine Leber haben, Augen, dass wir Gedichte schreiben und ja, Genau. total realistische Vorstellungen. Okay, also für die ist es nur Pachamama, also das etwas Lebendiges, Nährendes, womit wir in Kontakt sind. Genau. Was von Bewusstsein durchzogen ist und genau, womit man in Kontakt gehen kann. Und wenn ich dann auch in Verbindung natürlich stehe, dann wir haben ja so diese so eine Trennung einfach, ne? Wir sind so abgeschnitten von allem. Das wird ja gerade ja ins Unendliche getrieben sozusagen, die Atomisierung der Gesellschaft. Aber wir sind ja schon seit längerer Zeit eigentlich getrennt von den Dingen. Alles ist tot, mechanistisches Weltbild, Descartes und so weiter. Genau. Ne? Das Herz ist eine Pumpe angeblich und alles funktioniert mechanisch. Ne?
Ja, und sie sagen, sie halt ist überhaupt nicht so und sie leben eben auch entsprechend anders. Und das Interessante ist, dass man kann sagen, ja gut, die einen sehen so, die anderen sehen es anders. Ich finde es an dieser Stelle mäßig sinnvoll, über den Wahrheitsgehalt dieser Aussagen zu diskutieren, sondern sich eher anzuschauen, was diese verschiedenen Bilder für Konsequenzen haben. Einfach mal wertfrei zu sagen, okay, Arbeitshypothese, das ist so, was kommt denn dabei raus? Und das finde ich eben sehr, sehr spannend. Ich meine, was bei uns rauskommt, ist, glaube ich, unbestritten. Wir haben unfassbare Technik entwickelt, Bequemlichkeit immer weiter generiert und so weiter, was ja auch alles seinen Platz und seine Berechtigung hat. Das sind ja auch große Errungenschaften, wenn man das so nennen möchte. Und auf der anderen Seite ist eben auch sehr, sehr viel Zerstörung damit natürlich einhergegangen. Und auf einer fast schon ja, systemischen Ebene, wo wir alle sagen, wir wollen das alle nicht, aber irgendwie passiert es halt ständig. Und irgendwie können wir auch nichts da richtig dagegen tun, weil es halt systemisch ist so. Und das Spannende ist halt, dass bei den Kogi, die diese Sache halt nicht entwickelt haben teilweise, halt aber auf einer anderen Ebene halt zeigen, dass sie einfach enorme ökologische Fähigkeiten haben. Also zum Beispiel, wenn sie Land wieder zurückbekommen, was jetzt 500 Jahre ihnen nicht gehört hat, was irgendwie kaputt geweidet worden ist, völlig verkarstet, von den Tieren wirklich bis zur Unkenntlichkeit zertrampelt oder ähnliches, schaffen sie es in kürzester Zeit und schneller als die meisten anderen, dieses Land wieder zu regenerieren und ihrer letztendlich ursprünglichen Biodiversität wieder aufblühen zu lassen. Und das ist für sie halt einfach gang und gäbe und totaler normaler Alltag. Und die Biologen zerbrechen sich teilweise den Kopf darüber, wie das gehen kann. Und das ist, finde ich, das, wo es spannend wird, weil da auf einmal die Relevanz für die Herausforderungen unserer heutigen Zeit einfach total deutlich werden. Und dass auch diese Weltbilder einfach auch zu anderen wirklich konkreten Handlungsweisen führen und dass das nicht eine philosophische Debatte ist, wo man das so sehen kann oder auch anders. Ja, also insgesamt viel natürlich viel verbundenerer Umgang auch mit der Natur und dann auch entsprechende Erfolge dort in der Landwirtschaft. Hast du da mal Einblick bekommen, was die dann da machen so konkret? Das ist ganz spannend. Sie erklären es natürlich immer aus ihrer Perspektive. Sie sagen, naja, es gibt immer bestimmte Gedanken, die führen zu bestimmten Dingen. Und Gedanken sind für sie keine kognitive Funktion unseres Gehirns, sondern sind letztendlich wie so eine Art Magnetfelder. Also irgendwelche Dinge, die es halt einfach gibt und zu denen wir in Kontakt treten oder eben auch nicht. Und das ist das, wie sie das zum Beispiel auch erklären, dass immer ganz viele Menschen zur gleichen Zeit auf einmal die gleiche Idee haben. Keine Ahnung, die Idee des bemannten Fluges zum Beispiel. Es gab eine Zeit, da haben auf einmal irgendwo auf der Welt verstreut verschiedene Menschen angefangen zur gleichen Zeit an der Idee des bemannten Flugzeugs zu arbeiten. Sagen wir, naja, Zufall, weil bei uns ist ja alles Zufall. Die Kugel sagen, nee, nee, das liegt einfach daran, dass ein bestimmter Gedanke eben da eine sehr große, ich sag mal, ja, energetische Dominanz auf einmal hatte und eben angefangen hat, Menschen daran anzudocken. Und genauso ist es auch mit Gedanken von Zerstörung. Das heißt, wenn Sie ein zerstörtes Stück Land haben, würden Sie als erstes einmal hingehen, diese Gedanken, die zu der Zerstörung des Landes geführt haben, identifizieren und wieder orten. Das heißt, der Gedanke ist an sich nicht schlecht, er ist nur am falschen Ort. Also er ist quasi etwas, und das ist eben die Aufgabe der Mammus, was in ihrer sehr, sehr langen Ausbildung lernen, diese Gedanken wieder quasi zu nehmen, zu orten, auszugleichen, um diesen Grundansatz, mit dem etwas willentlich oder auch unwissentlich quasi vernichtet oder zerstört worden ist, erstmal wieder auszugleichen. Und dann erst fangen sie an, wieder aufzuforsten und in einer bestimmten Art und Weise das Territorium zu lesen. Das nennen sie Pankritza. Pankritza ist der Begriff des Lesens der Natur. Und dann eben nach diesem Lesen der Natur wieder eben Bäume zu pflanzen, Dinge wachsen zu lassen, zu gucken, wo greifen sie ein, wo lassen sie einfach nur geschehen und ähnliches. Okay, wir schauen jetzt die ganze Zeit so ein bisschen von oben drauf. Was war denn für dich so etwas, was du so mitgenommen hast? Oder vielleicht mehrere Dinge. Was hat dich so wirklich beeindruckt? Oder wo vielleicht hast du schon was integriert in dein Leben? Was ist so für dich so? Was sind so die wichtigen Punkte, die du da mitnimmst? Die wichtigsten Punkte sind wahrscheinlich tatsächlich Perspektiven. Also ich bin kein Kogi am Ende des Tages. Ich will es auch nicht sein. Ich würde auch dort nicht leben wollen. Ich komme da nicht her. Es ist nicht meine Klimazone, nicht meine Kultur, nicht meine Art, die Dinge zu tun. Deswegen auf dieser konkreten Ebene habe ich wenig mitgenommen, weil die Lebensrealität auf dieser materiellen Ebene doch sehr anders ist einfach als meine. Aber auf der Ebene der Sichtweisen, der Perspektiven, wie sie auf die Welt blicken, welche Fragen sie sich stellen, welche Zugänge sie zu Herausforderungen haben, da habe ich einiges mitgenommen. Also ich kann mal ein Beispiel geben, was ich sehr, sehr spannend finde.
Die Kuri, wenn sie irgendein Problem, eine Herausforderung, eine Situation vor sich haben, fragen sich immer, was ist der Gedanke, der diese Situation zugrunde liegt und woher kommt der? Das heißt, das kann ich anwenden auf eine Familiensituation. Dann kann ich erstmal herausfinden, worum geht es hier eigentlich im Kern? Und dann merke ich vielleicht irgendwann, ah, okay, es ist ein Gedanke von, weiß ich nicht, Neid oder von irgendwas anderem, was man halt irgendwie hat oder von nicht gesehen sein oder von was auch immer. Also, dass man sehr schnell guckt, worum geht's eigentlich und diese Ebene der Symptome eben verlassen kann. Und dann eben schaut, ah, wo kommt dieser Gedanke denn her? Und dann kann man zum Beispiel mal schauen, ah, es gab bestimmte Situationen, bestimmte Dinge, wo das entstanden ist, wo Leute quasi sagen, okay, hier ist was, was nicht geordnet ist, ne? Wo man einfach sagt, ah, okay, wenn ich das wieder anfange zu verstehen, und wieder merke, dann kann ich auch wieder merken, ah, okay, das ist ja gar nicht die Situation. Und dann kommen Dinge wieder ins Gleichgewicht. Und das geht eben auch, das war ein einfaches Beispiel mit der Familie, es geht auch mit ganz anderen Sachen. Es geht zum Beispiel, man könnte auch zum Beispiel sagen, der Gedanke des Pestizids zum Beispiel. Ist ja auch ein Gedanke, der bei uns sehr, 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 sehr deutlich. Oder andersrum, der Gedanke des Düngemittels. Gleicher Gedanke. Man kommt zum Beispiel irgendwann dahin zu merken, ah, okay, der Gedanke des Düngemittels ist einfach, letztendlich, ich brauche die Idee, dass die Pflanze mechanisch ist, dass die Natur defizitär ist und ich sie optimieren muss, um überhaupt so arbeiten zu können. Und wenn mir diese Annahmen auf einmal deutlich werden, kann ich mich fragen, will ich das? Will ich so arbeiten? Ist das die Perspektive, die ich möchte? Und ich glaube, dass das eine Arbeit ist, die in der heutigen Zeit immer wichtiger wird, dass wir auf diese Ebene kommen, dass wir uns angucken, was liegt denn da eigentlich zugrunde von dem, was wir tun? Was sind das für Kerngedanken, die sich da durchziehen? Und ich meine, ich arbeite auch mit Unternehmen zusammen. Und das ist ganz oft so. Zum Beispiel, ein Beispiel, manchmal arbeite ich mit irgendwie Unternehmern zusammen, die haben den Gedanke, immer muss ich es machen, sonst macht es ja niemand. Zum Beispiel. Und da relativ schnell hinzukommen und zu gucken, okay, woher kommt das eigentlich? Warum? Was heißt das denn? Was sind die Konsequenzen daraus? Und die Welt letztendlich als Symptom, als Ausdrucksform dieser Gedankenströme zu sehen, ist eben das, was die Kogi wirklich par excellence praktizieren. Worauf sie ihre ganze Kultur aufgebaut haben. Und wir rödeln ja manchmal so in den Symptomen rum, verstehen nicht wirklich, was passiert, verschlimmbessern oft die Sachen dadurch eher und wundern uns, warum sich irgendwie dann doch nichts geändert hat. Okay, also ein esoterisches Weltbild. Die Welt entsteht aus dem Inneren heraus. Ne? Also die Genau. äußere Welt entsteht aus dem Inneren heraus, jetzt bezogen in diesem Fall auf Gedanken oder ne, auf Ideen, sage ich jetzt mal besser. Die Ideen, die in meinem Kopf sind oder die Gedanken, die ich dazu habe, da kann man sich fragen, was sind das für welche? Und dann kommt man darauf, wieso gibt es überhaupt diese Erscheinungsform? Und dann kann man dort wieder etwas ändern. Ne? Genau. Ja. Sehr, sehr spannend. Vielleicht eine Frage, die sollte man mal häufiger sich selber stellen, oder beziehungsweise, ja, wenn du sagst, Unternehmensberatung auch in solchen Kontexten, macht das bestimmt eine Menge Sinn. Ja, hast du noch andere Dinge gelernt, die für dich wichtig Oder sind? vielleicht noch ein Satz dazu, weil es sind ja diese Narrative, es sind ja diese Geschichten, auch die wir uns erzählen. Also die Frage ist, was ist die Welt für ein Ort? Ist die Welt ein Ort, vor dem ich primär Angst habe, wo ich das Gefühl habe, das ist irgendwie schwierig? Und da ist die Welt ein Ort, wo ich mich wohlfühle, wo ich mich sicher fühle. Und ganz, ganz viele von diesen total ursprünglichen Sachen haben enorme Auswirkungen einfach. Und das ist das, was wir wieder begreifen müssen, dass das die Ebene ist. Wenn wir die nicht anschauen, ändert sich letztendlich in der äußeren oder in der exoterischen Welt nicht wirklich was. Beziehungsweise wir haben das Gefühl, uns wie von so einer magischen Hand immer um uns selber zu drehen. Die Formen werden immer anders, aber der Kern ändert sich halt nicht. Und ich glaube, gerade dass wir in einer Zeit leben, wo es auch darum geht, dass wir nochmal ganz andere Zugänge, zum Beispiel zu neuen Technologien, zu komplett neuen Ansätzen finden, die wieder organisch, die wieder lebendig sind und letztendlich Technologien sind, die aber nicht mehr mechanistisch wirken. Und das haben die Kogi zum Beispiel auch gesagt, dass sie das als eine Aufgabe sehen, vor der wir momentan stehen. Sie sagen, es geht nicht darum, nicht Technik zu verwenden, aber welche, die das Lebendige quasi wieder ins Zentrum steckt und wirklich mitbedenkt. Wie wir das genau machen, haben sie uns leider nicht gesagt. Ich glaube, da müsste schon selber drauf kommen. Ja, sprechen wir gleich noch drüber. Vielleicht noch so, hast du noch irgendetwas, was dich ganz besonders beeindruckt hat? Ganz viele Sachen, aber ich glaube erstmal soweit, was ich diese Präsenz, was ich vorhin noch gesagt habe, das war auch, also einfach dieses Dasein, diese Gesprächskultur, dieses wirkliche in Kontakt gehen und diese geistige Klarheit und Schärfe, dass ich das Gefühl habe, diese Menschen haben teilweise nicht so einen Nebel um den Kopf wie wir. Die glauben einfach, Entschuldigung, nicht so viel Bullshit auf so einer alltäglichen Ebene und haben auch das Gefühl, wie so einen sehr deutlichen Filter zu haben und
nicht so anfällig zu sein für Werbung, für Marketing, für was man alles braucht oder nicht braucht oder wie alles sein sollte oder nicht sein sollte oder ähnliches. Und das war wirklich beeindruckend, dass sie da so eine große, große Klarheit und Ruhe einfach drin haben und sich da auch nicht beirren lassen, so sehr in sich gefestigt und orientiert. Und ich kann vielleicht noch eine kleine Geschichte dazu erzählen, eines der beeindruckendsten Erlebnisse, die ich dazu hatte. Ich hatte einen kleinen Freund, der mich immer begleitet hat. Man muss dazu sagen, wenn man bei den Kugis ist, wird man behandelt wie ein Vollidiot. Also sie sagen, es gibt zwei Möglichkeiten, wie sie sich unser Verhalten erklären. Entweder wir haben Freude an Zerstörung oder wir sind alle akut selbstmordgefährdet. Sie sind sich auch nicht sicher, vielleicht ist auch eine Mischung aus beiden. Und so wird man aber auch behandelt. Das heißt, ich hatte einen kleinen Jungen bei mir, Juan. Als psychiatrischer Sonderfall. Genau, ja, genau. Sollte nur unter Beaufsichtigung Ausgang haben. Und das heißt, also ich hatte einen kleinen Jungen dabei, der quasi mein Aufpasser war und der geguckt hat, dass ich an besonders sensible Orte gar nicht hingehe. Weil sie meinten, ich denke immer so viele wirre Gedanken, dass ich quasi wie so eine Art gedankliche Umweltverschmutzung begehen könnte. Und das wollten sie auf jeden Fall verhindern. Also ihr merkt, die Kugi haben auch einen sehr trockenen Humor, was auch sehr, sehr angenehm ist, aber manchmal auch einfach knallhart, sehr ähnlich. Genau, und den habe ich mal gefragt, was er denn werden möchte, wenn er groß ist. Und da guckt er mich so ein bisschen an, so nach dem Motto, was stimmt mit der großen Weißnase da nicht? Und dann meinte ich, naja, wenn du groß bist, was willst denn du mal werden? Und er meinte, naja, ich will ein Kugi werden. Und dann meinte ich, ja gut, okay, Kugi heißt auch Mensch, du willst ein Mensch werden, aber du bist ja irgendwie auch schon ein Mensch. Er meinte, nein, nein. Da meinte ich, okay, was heißt das denn dann für dich? Dann meinte er, möchte Verantwortung übernehmen für mich selber, für meine Gemeinschaft und für das Land, was mir hinterlassen worden ist. 10 bis 12 Jahre alt. Und da merkt man, dass da schon ein anderes Selbstverständnis auf der Tiefe da ist. Und das ist letztendlich das, was mich am meisten beeindruckt hat. Und das hat sich in so vielen kleinen Situationen immer und immer und immer wieder gezeigt. Dass die sich wirklich als jemand anders sehen. Die würden niemals auf die Idee kommen, diesem Narrativ zu folgen, der ja teilweise bei uns in der Nachhaltigkeitsszene oder auch in der grünen Szene so verbreitet ist, dass der Mensch eine Art Parasit sei. Also das ist für sie eine extrem kindliche Perspektive, die letztendlich nur dazu dient, keine Verantwortung zu übernehmen. Ja, psychotisch traumatisiert. Ich habe eben noch gestern noch mit einem Psychologen darüber gesprochen. Ja. Podcast. Ja, frag mal heute einen 10-Jährigen, was er mal werden will oder überhaupt, was er denkt, was er ist. Ne? Dann sagt er, weiß ja gar nicht, wovon du sprichst. Du sagst, ich will eine PlayStation haben und ich will in World of Warcraft mal irgendwie, weiß nicht, in die Top 10 kommen oder ich keine Ahnung, was das irgendwann vorgeht. Ja, mein Lieber, kleine Pause. Ich würde gerne im dritten Teil mit dir darüber sprechen, was wir von den Kugi lernen können. Wie die uns sehen, hast ja schon ein bisschen was gesagt und ja, da sind auch noch so viele Fragen. Ja. Über den Tod, über Drogen, sehr schön. Alles Mögliche. Alle richtigen Themen. Genau, die richtigen Themen. Frauen und Drogen. Sehr schön. Ja. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und freue mich auf den nächsten Teil mit dir. Mach's gut. Dankeschön. Ciao, ciao. Mood von Brain Effect versorgt dich mit seiner All-in-One-Formel mit vielen Adaptogenen in hoher Dosierung sowie Aminosäuren und Vitaminen. Endlich musst du keine einzelnen Produkte mehr supplementieren und sorgst außerdem mit der Aminosäure L-Tryptophan und Vitamin D für die Unterstützung deiner Serotoninbildung. So schaffst du beste Voraussetzungen für Zufriedenheit, Entspannung und Kreativität. In Mood findest du den Heilpilz Cordyceps, Rhodiola, Kurkuma, Vitamin D, K2, B1, B3, B12 und vieles mehr. Alle Inhaltsstoffe kann der Körper schnell aufnehmen, weil bei der Produktentwicklung explizit darauf geachtet wurde. Außerdem ist Mood für Veganer praktisch ideal. Und übrigens gibt es jetzt auch die leckeren Happy Bars mit Vitamin D und L-Tryptophan angereichert. Der Nussriegel ist somit eine tolle Ergänzung zu den Mood-Kapseln und besonders für diejenigen, die keine Kapseln schlucken können oder wollen. Mood und die Happy Bars findest du unter www.brain-effect.com und mit dem Gutscheincode BIO360 bekommst du einen satten Rabatt auf deine Bestellung. Also, hol dir jetzt dein Plus an Ausgleich und guter Laune. Den Link findest du in der Beschreibung und in den Shownotes. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu BIO360. Das ist der dritte Teil von meinem Interview mit Lukas
Buchholz, hallo Lukas. Hallo. Wir sprechen über die Kogi-Indianer und ich habe eben scherzhaft gesagt, wir können über Sex and Drugs and Rock'n'Roll sprechen. Sex hatten wir schon, können auch über Drugs und Rock'n'Roll sprechen, also vielleicht über Musik. Gibt es Musik? Fangen wir mal damit an. Machen die Musik? Also ich würde es eher als Geräusch bezeichnen, aber Sie nennen es Musik. Nein, Spaß. Also Sie machen schon Musik auf Ihre traditionelle Art und Weise. Aber es ist auch von den Harmonien her zumindest für uns sehr, sehr gewöhnungsbedürftig. Und Sie haben Flöten, Sie haben Trommeln, Sie haben verschiedene Instrumente, mit denen Sie die Musik machen. Aber sie wird hauptsächlich auf so Art Partys oder quasi so einer traditionellen Festen, die Sie eben feiern, eben gespielt oder bei Zeremonien. Also im Alltag gibt es nicht so viel Musik, wenn man so möchte. Tanz. Tanz gibt es auch, genau. Auf diesen traditionellen Feiern, auf diesen traditionellen Festen wird auch getanzt. Männer tanzen, Frauen tanzen. Genau, aber ist so im Alltag jetzt nicht unbedingt. Okay. Drugs. Ich habe kleine Doku gesehen und die kauen scheinbar 24 Stunden am Tag Coca-Blätter. Es ist unfassbar, was die für Mengen an Coca-Blättern kauen. Also allerdings auch nur die Männer, muss man sagen. Die Frauen machen es nicht. Aber so eine, ich sag mal, so eine klassische Einkaufstüte mit Coca-Blättern verdrückt so ein Kogi schon am Abend. Ja, da muss man noch Kalk zu nehmen. Ich habe das auch mal selber Genau. natürlich gemacht. Ja. Muss ja alles ausprobieren. Und der Kalk, da muss man aufpassen, dass der nicht den Mund verbrennt. Deswegen muss man da ein bisschen Technik sozusagen entwickeln. Aber letztens ist das Ja. schon, also das ist schon intensiv. Irgendwann ist der Mund so ein bisschen betäubt natürlich. Und ich habe dann auch in den Dokus gesehen, da fehlt dann teilweise wirklich die Zähne und so. Es ist also nicht so Western A. Price mäßig, dass man so perfekte Gebisse da irgendwie sieht. Hat das, meinst du, liegt das an einem Coca-Konsum? Weil das ist bestimmt nicht toll so fürs Zahnfleisch so auf die Dauer, wenn man das immer macht. Also ich weiß gar nicht, ob das an den Blättern liegt. Also die Zähne fehlen, aber ich glaube, das hat vielleicht eher so Sachen wie Zuckerrohr oder so als Ursache. Da weiß ich gar nicht, ob das an dem Coca liegt, weil also von dem, was ich weiß, ist das wohl auch sehr, sehr irgendwie aminosäurenhaltig und ähnliches, also sehr, sehr hoher Nährstoffgehalt. Aber wie du schon sagst, mit dem Kalk und so weiter, ist es schon auch eine kulinarische Erfahrung der anderen Art. Ja, aber warum machen die das? Also, das ist ja, also, wenn man da lange, 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 das ist, also, wenn man, das, da muss man sich schon Mühe geben, damit man da ein bisschen von drauf kommt, aber irgendwann klappt das, ne? Also, das heißt, eigentlich, diese stehen eigentlich die ganze Zeit unter Strom, oder? Ja, also es gibt verschiedene Ebenen. Also erstens gehen sie davon aus, dass die Coca-Pflanze eine weibliche Pflanze ist und dass deswegen die Männer sie kauen müssen, um letztendlich ihre eigene Männlichkeit, wenn man so möchte, auszubalancieren. Also letztendlich haben sie wohl kulturell verstanden, dass ich sag mal, eine destruktive Männlichkeit eben sehr, sehr viel kaputt machen kann. Man muss auch sagen, sie sind ein Matriarchat, die Kogi. Das heißt, das ist auf der einen Ebene etwas, was die Männer machen. Das andere sagen sie eben, dass es ihnen hilft beim Meditieren, also einfach sich zu konzentrieren. Also ich glaube, dass es nicht tatsächlich um einen Rausch im eigentlichen Sinne geht, sondern eher um eine Konzentration und ein sich konzentrieren. Und die haben, wie gesagt, so einen kleinen Kürbis, wie du schon gesagt hast, mit diesem Kalk drin. Der heißt Poporo auf Spanisch oder Sugi auf Kagaba, auf der Sprache, die sie sprechen. Und das ist gleichzeitig eine Art Meditation. Das heißt, quasi diesen Saft von den Coca-Blättern mit dem Kalk, den reiben sie mit so einem Holzstock eben an diesen Kürbisrand und da entsteht wie so eine dicke, dicke Schicht. Und das ist so eine Art Manifestation ihrer Gedanken, die dann quasi in die Materie gehen. Das heißt, das benutzen sie, um sich zu konzentrieren, das benutzen sie, um nachzudenken und um ja zu meditieren letztendlich. Das heißt, das hat wieder ganz, ganz, ganz viele verschiedene Ebenen. Okay, also ganz anderer Umgang. Die spucken den Saft, also die kauen den aus, spucken den dann da rein, vermischen den und trinken den da, oder was? Nee, 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 nee. Also die haben so einen Stab. Also sie machen erst die Coca-Blätter in den Mund, dann werden die angefeuchtet. Dann nehmen sie den Stab in den Mund, quasi von dem Speichel wird er leicht feucht, gehen da rein, dann klebt da so ein bisschen Kalkpulver dran, dann kommt das dazu in den Mund und dann schaben sie das außen an dem Kürbis entlang. Und dann entsteht über die Zeit hinweg so ein Kalk-Coca-Blatt-Speichel-Gemisch. Das ist wie so ein Zement, der da entsteht. Und den machen sie als Ring. Und das ist auch total ein Kunstwerk. Und die sind unterschiedlich geformt und breit und flach und hoch und tief und was weiß ich was alles. Und
Das ist letztendlich diese Ausformung der Gedanken des Mannes, der den Poporo oder den Tsugi eben benutzt und verwendet. Ja, witzig. Ja, man merkt schon, das ist halt wirklich eine völlig andere Kultur, ne? Ich war auch mal ein paar Mal schon im Urwald und da wird dann zum Beispiel, ich glaube, die nennen das Chicha, das war also Yucca quasi, wird dann auch gekaut von den Frauen und dann fermentiert, also gekaut, dann kommt das in so einen Eimer gespuckt, gespuckt, wenn man ein bisschen Wasser und dadurch fermentiert das dann und dann hat man leicht alkoholisches Getränk, also die hat das da völlig umgehauen. Also die vertragen ja nichts. Für mich war das so allenfalls im gerade noch spürbar. Na, aber ja, das ist schon speziell. Ja, total. Nee, auch bei der Chicha, ne, da ist ja die Amylase, die spaltet da die Stärke in Zucker auf, die dann wieder fermentiert wird und so. Also es ist so, genau, ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend, was die da so machen. Ja. Genau. Ja. Ja, was können wir denn noch so von denen lernen? Was ist denn, wo denkst du denn, was, wie der Kontakt zu den Kogi uns als Gesellschaft bereichern kann? Also ich glaube, dass das Spannendste ist wirklich ihre Perspektive auf die Welt und ihr Selbstverständnis. Also diese sich anzuschauen einfach mal, was es heißt, 4000 Jahre ein anderes Verständnis auf die Welt gehabt zu haben. Keine Gedanken von Imperium, von Eroberung oder irgendetwas drin gehabt zu haben. Eine Gesellschaft zu haben, die nicht seit, weiß ich nicht, wie viel hundert oder tausend Jahren unter dem Einfluss von Geld steht, zum Beispiel. Das zu erleben und wie so eine Art Idee zu bekommen, wenn wir jetzt uns fragen, wie wollen wir in der Zukunft leben? Wir haben ja ganz, ganz viele Fragen, ne? Wir wissen ja auf jeden Fall, so geht's irgendwie nicht weiter. Das ist ja inzwischen fast schon Konsens. Nur, wie es dann weitergehen soll, darüber scheiden sich die Geister ja teilweise sehr deutlich. Und eben wenn wir uns fragen, ja, wie wollen wir dann irgendwie nachhaltig werden, ist auch irgendwie klar, dass man das irgendwie werden muss, aber was das genau heißt, wie man es wird, weiß irgendwie auch niemand so eigentlich, richtig. Eigentlich weiß keiner, wie es weitergehen soll. Genau, genau, aber irgendwie soll es besser werden und anders. Ja. So. Hauptsache anders. Hauptsache anders, ja, genau. Und da eben einfach mal mit den Menschen, und da meine ich jetzt nicht nur die Kogi, da meine ich generell indigene Völker, einfach mal zu fragen, wie sie das denn machen. Und es gibt teilweise unfassbar intelligente Systeme der Bewässerung, der Landwirtschaft, letztendlich der Kultur, der Kultivierung von Nahrungsmitteln zusammen mit Fischen, mit Tieren, die ein komplett anderes Ernährungssystem, wenn man nur mal diesen Aspekt Ernährungssystem sich rausnehmen würde, die es geschafft haben, zum Beispiel auf Bali gibt es Technologien auch, um jetzt mal das noch ein bisschen weiterzumachen, auch nicht nur bei den Kogi zu bleiben, die es geschafft haben, ein extrem effizientes System zu entwickeln, traditionell, wie sie Reis anbauen, in einer Art und Weise, die gleichzeitig Fische und Vögel und Insekten und verschiedene andere Beipflanzen eben wachsen lässt, dass im Prinzip der gesamte Speiseplan in einem integrierten Landwirtschaftssystem ist, das wirklich ineinander funktioniert. Das ist genau, gibt es in unterschiedlichsten Klimazonen mit unterschiedlichsten Herausforderungen und Ähnliches. Und wenn wir wissen ja inzwischen, dass Landwirtschaft zum Beispiel einer der größten Faktoren auch ist für Gesundheit, für die Frage, wie Nachhaltigkeit oder Ähnliches entstehen kann, und sich da einfach mit den indigenen Völkern auszutauschen und sich davon wieder inspirieren zu lassen. Anderes Beispiel, es gibt eine uralte alpine Holzbautradition, die in einer bestimmten Art und Weise das Holz verzahnt haben und daraus eben Holzwände gebaut haben, die so dick sind, dass sie eine thermische Trägheit haben, die so hoch ist, dass diese Häuser keinerlei Heizung und keinerlei Klimaanlage brauchen. Und niemals unter 19 Grad und niemals über 24 Grad fallen. Das heißt, man hat nur durch die Architektur, und es ist total low-tech, es ist nur Holz, einfach intelligent in der ursprünglichen Art und Weise zusammengesetzt, dass Häuser schafft, die deutlich besser sind fürs Körperklima, also für alles drum und dran. Sogar die Herzpumpleistung ist gemessen worden, quasi ist dort weniger, also das Herz braucht weniger Energie, einfach quasi um den Körper dementsprechend zu versorgen, und man braucht null Energie, um diese Häuser in irgendeiner Art von Temperatur zu halten. Und das ist, wenn ich mir jetzt die Debatten anhöre, momentan, auf wie viel Grad jetzt welche Häuser mit welchem Gas geheizt werden sollen oder nicht geheizt werden sollen, frage ich mich so, Leute, ist das wirklich die Debatte, die wir führen müssen? Also müssen wir nicht genau dort mal ganz anders denken? Und natürlich ist mir auch klar, dass wir es nicht sofort alle Häuser umbauen können, aber dass wir die richtigen Fragen uns stellen. Und das ist, glaube ich, was, dass wir sagen, ist das, was wir hier machen, wirklich verbunden mit dem Leben? Ist das wirklich an der Genialität der Natur,
wieder ausgerichtet? Oder drehen wir uns eigentlich nur wieder um uns selber und halten uns für ganz besonders doll wichtig? Ja, frieren für den Frieden. Genau. Ja, das ist. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wenn die Kogi jetzt noch im September hier hinkommen, wie die. Ich meine, sie werden ja vieles auch gar nicht mitbekommen. Oder auch doch, aber ne, also was natürlich wissen sie nicht, was so politisch abgeht und so weiter. Also sie würden doch nur noch eigentlich nur noch den Kopf, die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, oder? Wenn sie unser Leben so betrachten. Also würden wir ja auch, wenn wir den Abstand hätten, oder? Genau, würden wir auch einen Abstand hätten. Genau. Und das ist auch das Interessante, ist, dass es letztendlich uns einen Abstand ermöglicht. Und das ist auch einer der absolut größten Werte. Es gibt uns die Möglichkeit, neu, frisch und klar darüber nachzudenken. Und Über ich die glaube, Augen eines anderen. über die Augen eines anderen, genau. Und der Punkt ist, die Kogi dürfen Dinge sagen, die wir nicht sagen dürfen. Das ist auch das Spannende. Wenn wir sie sagen würden, wären wir als die übelsten Esoteriker verschrien, zum Beispiel, oder Hippies oder Ökos oder was auch immer, je nachdem, wo man sich bewegt. Und aber wenn das auf einmal indigenes Volk sagen, applaudieren auf einmal alle, weil das war ein indigenes Volk, das was gesagt hat. Und das ist eben was, wo auf einmal man sagt, ja, stimmt, die haben total recht, oh, so weise. Genau, aber hätten wir selber auch drauf kommen können. Nur wir dürfen das irgendwie nicht mehr. Und das ist eben ein spannendes Feld, in dem wir uns da bewegen, wo wir uns wieder fragen, oder andersrum, in meiner Arbeit, wenn ich auch mit Unternehmen arbeite, dann sage ich immer, es gibt ja quasi so diese traditionelle klassische industrielle Wirtschaft, wo wir herkommen. Dann gibt es die, die sagt, wir wollen ein bisschen weniger kaputt machen. Das ist so die grüne Wirtschaft und die ökologische Wirtschaft. Und dann gibt es ja jetzt Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit sagt ja immer hier Net Zero oder Carbon Zero. Also alles muss immer Zero sein. Also letztendlich geht es darum, im Idealfall nichts mehr kaputt zu machen, was auch immer das heißt. Sei es auch nur in Bezug auf CO2 oder warum auch immer. Und letztendlich ist das aber alles noch etwas, wo ich sage, es ist eine degenerative Spirale. Es ist was, wo wir letztendlich immer noch auf einer degenerativen Perspektive mit uns selber, mit anderen Menschen, mit dem Planeten umgehen. Und dann kommen wir auf die andere Seite des Charts, wenn man so möchte. Und da geht es quasi um die Frage der Regeneration. Also wie können wir durch das, was wir tun, einen ganzheitlichen Mehrwert schaffen? Wie können wir wieder durch unser Handeln, durch unser tägliches Tun letztendlich positive Effekte für uns selber, für andere und für die Natur schaffen? Und dazu braucht es eben diese andere Perspektive. Und das ist das, was die indigenen Völker noch haben. Unterschiedlich. Die sind also, darf man auch nicht über einen Kamm scheren, ne? Also jeder hat da auch seine eigene Perspektive, eigenes Umfeld, eigenen Ansatz und so weiter. Aber es ist tatsächlich was, was sie in vielen Aspekten, auch nicht immer, aber in manchen Aspekten eben eint. Und da wirklich zu sagen, warum sind wir hier? Wir sind hier, um letztendlich was Positives zu hinterlassen, und zwar in einer ganzheitlichen Art und Weise. Und das ist was kann man anwenden auf Gesundheit, das kann man anwenden auf Politik, auf Landwirtschaft, auf Architektur, auf das sind Prinzipien, die greifen überall. Und diese Prinzipien des Lebens, wie das Leben funktioniert, wie jedes Ökosystem funktioniert, wieder in unser menschliches Handeln zu integrieren, ist letztendlich das, worum ich glaube, worum es geht und was wir eben auch wirklich lernen können, was diese Völker eben praktizieren. Ja, welcher Gedanke liegt diese Situation zugrunde? Ne? Das ist letzten Endes dann schon wieder, das führt ja dann zu einem anderen Weltbild und dementsprechend verhalte ich mich dann auch in diesem Weltbild. Ne? Genau. Was ist denn Letztendlich, man darf ja nicht vergessen, alles, was wir tun, sind ja Antworten auf dieses Weltbild. Ne? Es gibt ja immer so diese Kampagne jetzt auch, wo geschrien wird immer, act now, wir müssen was tun, und dabei wird vergessen, dass wir die ganze Zeit was tun. Die Frage ist nur, was tun wir? Und das ist, glaube ich, der wichtige Punkt, dass es nicht darum geht, jetzt irgendwie auf einmal ganz, ganz viel doll und mehr zu tun auf einer Ebene, sondern die Dinge mal anders zu tun. Weil alles, was wir, letztendlich alles, was wir ja leben, wird ja durch unsere Lebensenergie, durch unser Handeln, wird es ja quasi am Leben erhalten und bleibt ja quasi in dieser systemischen Existenz, bleibt ja in diesem Zustand. Und deswegen, glaube ich, geht es nicht darum, eine Art Aktionismus in irgendeiner Art und Weise zu propagieren, sondern eher zu sagen, wir können auf einer spielerischen, freudvollen und letztendlich, weil das ist, glaube ich, die Grundlage auch davon, Art und Weise wieder neu ausprobieren, wie Dinge gehen können auf so eine lebendige Art und Weise. Und es gibt ja auch schon wunderbare Beispiele dafür, die zeigen auch, dass es geht. Und ich glaube, davon, da dürfen wir uns einfach wieder mehr reintrauen. Das kann im persönlichen Leben sein, wie im unternehmerischen Leben, wie im politischen Leben, wo auch immer. Wie gehen denn oder wenn die krank, also gibt es da Krankheiten und wenn ja, wie gehen die damit um? Gibt es da Medizinmänner? Wie muss man sich das vorstellen? Also wie ich die Kogi verstanden habe, gibt es keine Krankheiten, sondern es gibt nur Krankheit im Singular.
Weil Krankheit ist letztendlich immer Ungleichgewicht. Das kann total verschiedene Symptome haben. Das kann mal ein gebrochenes Bein sein, das kann mal irgendwie eine Lungenkrankheit sein, das kann mal irgendwie ein Schlangenbiss sein oder eine Infektion. Aber letztendlich ist es ein Ungleichgewicht. Es ist immer die Frage, welcher Natur oder welcher Art ist dieses Ungleichgewicht? Weil letztendlich ist ein Schlangenbiss nur was, was dazu führt, dass ich nicht achtsam war, vielleicht die Schlange nicht gesehen habe und dann gebissen wurde. Das gleiche mit einem Unfall. Und auf einer anderen Ebene habe ich vielleicht was gedacht oder gesagt, was in meinem Immunsystem geschwächt hat und wo ich eine Lungenkrankheit bekommen habe. Also interessanterweise gab es zum Beispiel auch kaum Covid-Fälle bei den Kogi. Die haben sich einerseits zurückgezogen, andererseits sind die ziemlich, ziemlich, ziemlich gesund geblieben, die allermeisten. Was ich auch sehr, sehr spannend finde. Das ist eben was, genau, wie gehen Sie damit um? Das heißt, Sie schauen sich erstmal dieses Gleichgewicht an und sagen, was ist hier ein Ungleichgewicht? Es kann sein Ungleichgewicht mir selber, es kann ein emotionales Ungleichgewicht sein, ein körperliches Ungleichgewicht, ein psychisches, ein gedankliches Ungleichgewicht, es kann ein Ungleichgewicht in der Familie sein, es kann ein Ungleichgewicht sein mit einem Territorium. Das heißt, sie würden sich die denken immer total vernetzt. Sie würden zum Beispiel sagen, ah, okay, diese Emotion gehört zu diesem Organ, also weiß ich nicht, es gibt irgendeine bestimmte Emotion, die gehört zur Leber. Die Leber, das passt zum Onkel mütterlicherseits und das passt zu der und der Lagune oben in dem und dem Berg, weil der steht für quasi diese Leber, die Leberqualität. Das heißt, es ist so ein bisschen angehaucht, vielleicht auch irgendwie an chinesische Medizin, Ayurveda, was wir aus diesen Bereichen kennen, ein bisschen auch dem Schamanismus, obwohl es kein klassischer Schamanismus in dem Sinne ist, den es, glaube ich, auch gar nicht gibt, aber quasi wie man ihn sonst in Teilen von Südamerika eben hat. Und damit arbeiten sie dann. Das heißt, sie arbeiten erstmal auf geistiger Ebene. Sie gucken sich erstmal, was ist hier schiefgelaufen auf einer höheren Ebene und gehen dann quasi immer weiter runter. Also gucken dann, gibt es vielleicht irgendwelche Pflanzen, die helfen könnten? Braucht es vielleicht irgendwie eine Art von, keine Ahnung, Chiropraktika? Müssen irgendwelche Knochen wieder rück eingerenkt werden oder was auch immer es halt dann braucht entsprechend. Und das ist das, wie sie eben mit den Krankheiten ja umgehen oder wie sie die behandeln. Ganz, ganz viel ist allerdings aber auch Prävention. Das heißt, in der Akutbehandlung ist das eine, aber das ist ein großer Anteil ist eben die emotionale, geistige, körperliche Prävention. Also wenn viel chronische Gedanken kommt also von den höheren Ebenen, sage ich jetzt mal, wenn man dort dann arbeitet, zum Beispiel durch dieses Ritual, wo du gesagt hast, alle 2 Wochen sprechen die sich richtig aus, ne? Also reinigen sozusagen ihre Gedanken, ne? Dann gibt es ja schon mal weniger Verschmutzung, was dann letzten Endes zur Krankheit führen wird. Ich meine, die haben natürlich auch Herausforderungen. Ne? Ich meine, in den Bergen hat die kolumbianische Regierung gegen die Guerilla-Gruppen gekämpft, haben dann Agent Orange Entlaubungsmittel versprüht, das dann irgendwie in den Wassersystemen gelandet ist und so weiter. Und das waren schon auch Sachen, wo die Kogi dann auch an ihre Grenzen gekommen sind, wo sie gesagt haben, hier, das hat mit uns irgendwie dann auch nicht mehr so viel zu tun. Und das ist natürlich auch die Herausforderung, unter denen die auch bisher leiden. Deswegen, wir haben auch einen Verein gegründet, Lebendige Zukunft heißt der. Können wir vielleicht ja unter dem Video einblenden. Wo wir uns eben auch einsetzen, mit dem in Kontakt zu kommen, mit den Kogi diese Reise auch zu organisieren und vor allem auch den Kogi dabei zu helfen, ihr angestammtes Land wieder peu à peu zurückzukaufen. Also wo es einfach auch darum geht, ihnen zu helfen, dass sie ihre Lebensweise bewahren können, dass sie das ursprüngliche Land, weil das ist die Grundlage ihres Lebens, dass sie das einfach erhalten können und dass sie da das Land eben wieder zurückbekommen, peu à peu, Schrittchen für Schrittchen. Ja, wunderbar. Wenn wir alles verlinken, sprechen wir aber gleich noch drüber. Genau. Was ist denn so deren Verhältnis zum Tod? Kann ein Beispiel zu sagen. Der Mama José Gabriel, der mich ja quasi da unter seine Fittiche genommen hat, mir sehr, sehr viel erzählt hat, mich begleitet hat, der ist mal entführt worden von der Guerilla-Gruppe. Und er war dort eben in den Bergen, ich glaube 3 Tage mit denen. Und irgendwie, sie wussten nicht so richtig, was sie machen sollen und so. Und irgendwann sagte er zu ihnen, sag mal Leute, hier ist irgendwie ein bisschen langweilig. Kann ich jetzt gehen oder erschießt ihr mich jetzt? Und dann müssen die wohl so angefangen haben zu lachen, weil sie dieses Verhältnis zu seinem eigenen, also diese Gleichgültigkeit seinem eigenen Tod gegenüber irgendwie so, also das konnten sie gar nicht verstehen, dass er da irgendwie null Angst vor hatte. Und dann haben sie gesagt, ja, ach komm, geh einfach. Weil sie das irgendwie so, weiß ich auch nicht, irgendwie so amüsant fanden oder was weiß ich was. Ja, das heißt, die Kogi haben ein sehr entspanntes Verhältnis zum Tod. Gehört einfach dazu. Sterben immer wieder Menschen, sterben auch immer wieder Kinder, Ist das, Erwachsene, Ältere.
irgendwie im Bewusstsein? Ist das dann irgendwie öffentlich? Wir verstecken ja alles irgendwie immer so und tun so, als würden wir niemals sterben. Ist denen das, also ist, gehen die da bewusst damit um? Die gehen bewusst damit um, ja, genau. Also das ist für sie auch keine Tragödie, das gehört halt dazu. Und ich habe auch eigentlich nie Menschen weinen sehen, wenn jemand gestorben ist. Es war so, wenn, ich sag mal, das habe ich gehört, ich habe nämlich auch gefragt, ich meine, ja, wenn frisch verliebte Paare zum Beispiel, wenn da mal jemand stirbt, das ist schon was, dass das da auch wirklich ein und vertiefere Trauer ist, und sonst gehört es einfach dazu. Und genau, und da sind alle mit dabei, die Kinder sind mit dabei, die Alten sind mit dabei. Dann gibt es halt die entsprechend dann die Beerdigungen und dann geht das Leben einfach weiter. Also das ist, die haben auch nicht da das diese Christentum-Geschichte drin. Und was sie eben machen, ist, dass sie nochmal eine Art Ausgleich machen, auch am Ende des Lebens nochmal, wenn jemand auf dem Sterbebett liegt, dass wirklich nochmal alle kommen, dass alles nochmal aufgelöst wird, alle Emotionen, alle guten Dinge, alle schlechten Dinge, alles, was irgendwie noch Anhaftung, Verhakung, Groll, Ärger, ja, wie auch immer, irgendwas, was verhaftend sein könnte, dass das noch aufgelöst wird und dann geht derjenige dann einfach. Super spannend. Du hattest erzählt, du hast ein Buch geschrieben, wie heißt das? Und die Kogi haben dich beauftragt damit, was ja schon mal ziemlich cool ist oder auch witzig. Und du hattest noch nie ein Buch geschrieben. Was war denn der Auftrag konkret? Was steht denn da drin? Also das Buch heißt Kogi, wie ein Naturvolk unsere moderne Welt inspiriert. Ist 2019 erschienen bei Neue Erde. Und da geht es um ja letztendlich ihre Sicht auf die Welt. Also das Lebendige wieder uns näher zu bringen, was es heißt, mit dem Lebendigen in Verbunden zu sein, in Verbundenheit zu sein. Und ich habe das Buch geschrieben quasi mit Art von drei Teilen. Also ich habe einerseits lange Zitate von den Kogi-Weisen selber, dass der Leser so ein Gefühl bekommt, wie das ist, selber dort am Feuer zu sitzen, mit denen zu sprechen. Der zweite Teil ist wie so eine Art Kontextualisierung, dass man versteht, was meinen die damit eigentlich, aus meiner Perspektive. Und das dritte ist meine Erfahrung, meine Erlebnisse, meine Reise, Zeit, die ich dort eben verbracht habe. Und das heißt, es ist so ein Zwischending letztendlich zwischen einer Beschreibung der Kultur, was ich daraus schließe, was es für uns bedeutet, was wir davon lernen können und letztendlich so eine Art, ja, erste Reise in diese Welt und vor allen Dingen in dieses Denken, in dieses organische, in dieses lebendige Denken. Und zum Beispiel ein Konzept, was sie haben, heißt der eine Gedanke, Jigoneshi. Das ist eben die Grundidee, dass das Leben eine einzige Kraft ist und sich einfach in ganz vielen verschiedenen Symptomen äußert und zeigt. Und genau, wie wir uns da wieder mit verbinden können, was das einfach auch wieder heißt, wenn wir das unseren Entscheidungen zugrunde legen, unsere Art zu leben zugrunde legen und Ähnliches. Okay. Wo kann man denn mehr darüber erfahren, jetzt für den September? Du hast mir so ein PDF geschickt, aber jetzt für die Leute, kann man irgendwo sehen, wo Veranstaltungen sind? Genau, wir haben eine Website als Verein, da heißt lebendigezukunft.org. Da ist das zu sehen. Da ist das zu sehen, da gibt es oben den Reiter Kogi-Reise-Stationen. Genau, das können wir verlinken. Ich habe auch noch so einen Hyperlink für das PDF, den können wir auch einfach hier drunter packen, da können die Leute sich das direkt runterladen. Da kann man sich direkt anmelden, kann gucken, wo in der eigenen Stadt was stattfindet, wo man hingehen kann, Deutschland, Österreich, Schweiz und ein Exklusiv-Event in Schweden haben wir eben auch hauptsächlich für Investoren und CEOs, Wirtschaftsentscheider, wenn man so möchte, die mit den Kogi zusammenkommen. Genau, sonst auf meiner eigenen Website lukasbuchholz.com kann man was über mich erfahren. Ich halte Vorträge, auch in Konferenzen bei Unternehmen, bringe diese Themen eben den Menschen näher, sagen die wollen mehr darüber erfahren, auch zu bestimmten Teilbereichen, da kann man auch nochmal tiefer gehen. Und diese Frage eben, was wir von indigenen Völkern lernen können. Genau, und sonst Reground. Ja, kann man irgendwie mitmachen? Du hattest eben erwähnt, man kann denen auch helfen, dass die sich zum Beispiel Grundstücke zurückkaufen können. Oder gibt es irgendeine Art von Interaktion oder ist nur zuhören und zuschauen? Nee, man kann mitmachen, natürlich. Also dem Verein kann man beitreten, das ist ein ganz normaler Verein. Man kann aktives Mitglied werden, mitgestalten, man kann Fördermitglied werden. Denn die Kogi haben, wie wir schon ja gelernt haben, einen speziellen Sinn für Humor. Also als ich mit dem Buch fertig war, haben sie gesagt, wir haben da übrigens noch ein Projekt, was wir gerne mit dir machen würden, beziehungsweise was du machen sollst letztendlich. Ich dachte mir so, ja klar, noch was. Aber gut, ich habe dann auch wieder eingewilligt und haben sie gesagt, mach doch bitte eine Akademie. Eine Akademie für das Thema Lebendigkeit, lebendiges Denken und Handeln, Genialität der Natur, wieder organische Perspektiven mit dem Leben verbunden in die moderne Welt bringen und was das heißt. Und da haben wir eben den Verein gegründet, Lebendige Zukunft. Untertitel lautet Ursprüngliches Wissen für die moderne Welt. Und
Das ist eben der Ort, wo wir momentan die Akademie entwickeln, wo wir sie aufziehen werden und wahrscheinlich auch physisch und online eben dazu anfangen werden zu arbeiten. Und das ist das Projekt, was jetzt die nächste Zeit kommt. Das heißt, zusammen mit dem Landrückkauf der KOGI, wo wir uns auch sehr freuen über Spenden, auch für die Akademie. Das ist das, was Menschen tun können. Oder sie können eintreten und aktives Mitglied werden und mitmachen oder eben Fördermitglied. Ja, also dieser Kontakt, den du da gehabt hast, weil du auf irgendeiner Veranstaltung warst, das hat für dich auf jeden Fall weitreichende Konsequenzen. So kann man das sagen. Ja, Wahnsinn. Super, mein Lieber. Ja, vielen Dank, dass du das in die Welt trägst oder dass die KOGI dich ausgesucht haben als Sprachrohr sozusagen, zumindest in Richtung Deutschland und vielleicht auch noch mehr. Super spannend. Organisches, lebendiges Denken. Hast du uns am Ende gesagt? Ich glaube, wir können da viel, viel von mitnehmen, unsere Gedanken zu hinterfragen, wie ne, dieser Satz, welcher Gedanke liegt in der Situation zugrunde und wieder ja, lebendiger sozusagen zu denken, ne, und aus unseren eigenartigen Mustern rauszufallen und einfach mal uns zu hinterfragen. Das reicht ja alleine schon. Ne? Alles das, was wir Genau. machen, zu hinterfragen, indem man sich andere anschaut und dann vielleicht aus deren Augen einfach mal auf uns draufschaut. Deswegen, ja, geht zu den Vorträgen hin, und schön. Genau. Ich freue mich, wenn ihr kommt. Genau. Es ist sehr spannend, auch die KOGI selber zu erleben, ihre Präsenz zu erleben, selber Fragen stellen zu können. Und genau. Okay, ich schaue auch mal Sehr schön. in den Kalender rein, weil ich bin im September in Deutschland, ob ich da irgendwo noch zustoßen kann. Sehr gerne. Da freuen Und, wir uns. lieber, ich werde alles verlinken in den Shownotes natürlich wie immer Super. und unterhalb des Videos und so weiter. Genau. Schön, dass du dabei warst und Danke dir. viel Erfolg noch mit deinem Projekt. Dankeschön. Ciao. Ciao, ciao.